White Russians. Jetzt auch mit Möchtegern Inception. Nein? Möchtegern Inception, Alter. Ja. Wir sind ja wieder jetzt bei der Solo-Session angekommen, mein Freund. Sind wir das? Tatsächlich, die 10 ist die Solo-Session. Ja, das... Weißt du natürlich. Es ist auch perfekt getimed. Wir hatten 4 Episoden Jojo und Billy. Dann hatten wir die 5, was wieder Solo Billy ist. Dann hatten wir 5, war Solo Billy, wie ich schon gerade gesagt habe. 6, 7, 8 und 9, wieder 4. Und die 10 ist dann wieder Solo. Als hätte Alter, ich's geplant. Echt. Ich bin ja so fasziniert von deinem organisatorischen Talent. Wollen wir uns nicht über Billys moralische Verfehlungen unterhalten? Wieso, was hat sie denn verfehlt? Na, du hast doch schon letztes Outro verraten wollen, dass ja jetzt Leute umlegt. Das hast du jetzt gemerkt. Das hast du jetzt gemerkt. So lange gemerkt, bis wir das neue Intro einsprechen. Meine Fresse, du hast ja ein Langzeitgedächtnis. Kannst du mal sehen. Ich bin total aus dem Häuschen jetzt. Ja, fast schon aus der Stadt. Also, sprich mir über deine moralischen Verfehlungen. Na, also Billy hat eigentlich keine moralische Verfehlung gehabt. Es ist ganz einfach, die ist quasi wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Denn was würdest du denn tun, wenn da jemand mit einem Basie auf dich zugerannt kommt und du hast zufällig eine Knarre an dir? Die Frage ist doch, warum sie zufällig diesmal keine Gelmuni drin hatte, sondern richtiger. Na, weil sie aus Joffrino kam. Wir haben uns noch drüber unterhalten. Sie kam aus Joffrino, da hat sie doch keine Gelmuni drin. Ja, na, wir haben uns drüber unterhalten, das weiß ich natürlich noch. Das war dann schon ausdiskutiert. Dann ist das ein valides Argument. Und dann hat sie einfach abgedrückt. Die ist ja froh, dass sie die Waffe einfach mal so aus dem Stegreif gekriegt hat. Ja, ich bin ja froh immer noch über meine Würfe. Die waren so gut? Ja, hören die das? Nee, das hören die nicht. Warum denn nicht? Das hören die nicht. Ja, das hat man ja schon jetzt ausdiskutiert, was da abgeht. Ja, ich weiß, aber es ist trotzdem immer noch und so weiter. Funny. Funny stuff. Naja gut, ich meine, ich habe noch ein paar Chancen. Ich habe ja jetzt Einzel-Sessions. Ja gut, also ich meine, der Gangkrieg, da geht mich nichts an. Wir haben ja hier viel wichtigere Sachen zu tun. Wir retten ja die Welt. Richtig. Ach so. Tun wir. Ich dachte. Einfach gucken mal. Ja, während Jojo da ihrer Jogo macht Splatter. Jogo! Die macht ihre Muschi-Geschäfte, weißt du, die versucht sich den Schwanz wachsen zu lassen und du machst halt was Richtiges. Ich dachte, die macht Kitzlerpumpe. Nix, macht nix. Also weiter geht's. Ich soll bei so Sachen immer überspringen, bitte, wenn du nicht weißt, was ich wieder sag. Aber ich will doch gebildet werden. Google's einfach. Das ist mir zu anstrengend. Tu's nicht, das ist wie mit Two Girls in a Cup. Tu's einfach nicht. Kitzlerpumpe, hast du gesagt? Ja, tu es nicht. Wie dem auch sei. Die Solo-Session geht weiter. Du hast jetzt nicht gegoogelt, oder? Nein. Alex, bitte google es nicht. Wieso denn, meine Güte? Wer haben uns hört, der muss mit sowas fertig werden. Haben wir über Urinella eigentlich das irgendwann im Podcast mal geredet? Ey, ich höre dauernd, glaube ich, oder? Oder die Menstruationstasse? Das haben wir doch schon längst abgehakt. Haben wir durch. Gut, okay. Gut, dann können wir jetzt wieder weitermachen. Ja, Solo-Session, mein Freund. Solo-Session. Naja, du hast das gemacht, was Barbie gesagt hat, dass du tun sollst. So muss es sein. Richtig. Nee, eigentlich habe ich mich ja mit ihm getroffen und jetzt kommt er erst, was ich tun soll. Achso. Achso. Na, wir machen jetzt mal besser Schluss hier, lassen den lieben Alex, die liebe Alex. Siehst du, ich darf schon wieder nicht irgendwelche Adjektive vorne dran setzen. Das sind ja auch keine Adjektive. Ich weiß, deswegen sage ich ja, ich soll keine vorne dran setzen. Mensch, dass du mich immer noch etwas stehst nach all den Jahren. Nach all den 0,75 Jahren, die wir uns jetzt hier kennen. Richtig, 0,75 sind schon? Nee, ich glaube, es ist jetzt ungefähr ein Jahr. Im Oktober, glaube ich, haben wir quasi. Einjähriges? Mhm. Ich schicke dir Pralines. Ich werde dick, nee. Hör auf, du kannst mir keine Praline schenken. Schenk mal eine Handelbank oder sowas. Hab ich Geld oder was? Mir doch egal, du kannst ja auch eine von Barbie und Ken abritten und die mir einfach zuschicken. Kommt auch günstiger im Paket. Okay. Hier, Alex, viel Spaß und bleib geil. Genau. Tschüss. So, ja. Hier. Ach nee, warte mal. Du bist da. Notiz, das ist kein Pfeifen.
Es war Tumbleweed. Richtig. In einem dunklen, dunklen Wald lebte eine Bärenfamilie. In einer Zeit fernab der unsrigen, einer düsteren Zukunft, wo keiner mehr das Licht brennen lässt, ist es finster. Das Handwerk! So, Düs, ja, düster, ne? Was so oft warst, nach dem letzten Geplänkel, ich nehme an, du wirst noch ein paar Stunden bei Jojo und Alex, ne, Alex war sowieso nicht da, Jojo geblieben sein, der ging es aber generell gut. Und wirst dann erst dich aufgemacht haben, ne? Ist so meine Vermutung. So die Idee, ja. Ich bleib noch ein bisschen, trink was und dann packe ich den Bumsbulli ein und lass mich nach Hause chauffrieren. Gut. Hast du die nächsten Tage dann daraufhin etwas Besonderes vor? Wow, ich glaube, ich hatte mir irgendwas aufgeschrieben. Eins wäre mal ganz wichtig, was ich mal unbedingt machen sollte. Ich denke, das kann auch so zeitlich, wird es ja sich etwas ziehen. Denn ich hatte tatsächlich vor, ein wenig meines Karmas zu investieren. Ich bin ganz ohr. Und zwar einmal war die Idee für auszugeben für Erste Hilfe. Und zwar. Ja, auf eins ist auf eins klar, ich meine, das ist ein Erste-Hilfe-Kurs letztlich. Ja, aber den wird sie sich nicht irgendwo abholen, den wird sie beim Doktor anfragen, wen sie da anhauen kann, wen er weiterempfehlen würde. Und wenn der so einen Kalli hat in seiner Praxis, der sowas weiß, dann wird sie sich dort an diese Person wenden. Ob du das In-Time oder Out-Time machst, das überlasse ich natürlich ganz dir. Und das zweite ist, weil ja Billy immer auf den Schießplatz gehst, wird sie sich Tipps für Pistolenhandling irgendwo abholen. Das heißt, ich möchte von 2 auf 3 steigern. Das ist die Idee. Ja, du machst es eine Weile und auf 3, das ist auch eine Übungssache und da findest du Leute, das passt schon. Auf 3 waren wie viel Karma? 6. 6 Karma! Hm? Klasse, kein Problem. Streiche ich mir. Und bei der Erste Hilfe, der Doc würde. Er kennt natürlich ein paar geeignete Kandidaten, die kompetent genug sind, dich da ausgiebig weiterzubilden. Er würde, die setzen aber alle so Grundwissen voraus und er würde dir halt wirklich erstmal einen Erste-Hilfe-Kurs, die gibt es ja auch als Dings da AR-mäßig oder VR-mäßig, dir erstmal empfehlen, das aufzufrischen. Du hast deine Fahrprüfung abgelegt, da hast du einen Erste-Hilfe-Kurs und das nochmal auffrischen, bevor er dich dann weiterempfiehlt später. Aber auf 1 ist kein Ding. Ja, gut. Jetzt müsste ich gerade nochmal gucken, First Aid. Jetzt schaue ich mal im Hintergrund nach, was das war. First Aid, was das war? Logik ist das, falls du ist das ist es Logik, ja? Alter, wenn du das sagst. Ist sag ich. Logik. Noch dann. Wenn du eine zerstückelte Leiche findest, gilt dann sogar Analytical Mind, wie du die Puzzleteile wieder zusammensetzt. Ist ja geil. Also wenn du oder mit Julie unterwegs warst. Ja. Oder ihren Finger annähen, musst du das irgendwas. Warte mal, die Szene, die müsste dahin und die Szene kommt da. Ich glaube, das Blutgefäß ist vom Herz wegführend und das ist zum Herz hinführend. Dass das spritzt, führt vom Herz weg. Und das andere saugt so leicht, weil das muss zum Herzen hin sein. Saugt so leicht, ja, sag saugt mal. Das hat saugt. Aber auch jemand Anatomie studiert. Anatomie. Anatomie und Anatono. Anatoli und Agaphon. Duster. Düsterer Agaphon. Ja, nee, ansonsten ist es so, dass neben der Ersten Hilfe. Aber wie viel muss ich investieren für Erste Hilfe auf 1? 4. 4? Alter, das ist ja teuer hier. Können Sie mal sehen, Mano. Dann bleiben mir ja noch 17 übrig. Karma aktuell. Gut, ohne Ems natürlich, würde dann Billy ansonsten, wie gesagt, sich weiter nach der Technomancer-Szene Ausschau halten. Nicht wahr? Und beim Gandhi arbeiten, das wird sie natürlich tun. Ich weiß gar nicht, welchen Tag haben wir denn heute? Was sagst du denn? Na, nachdem du das alles erledigt hast, würde ich sagen 3. August, Samstag. 3. August schon?
Am 30. haben wir zuletzt gespielt nach meinen Aufzeichnungen. Ich vertraue dir blind. Nur weil du mich nicht sehen kannst. Richtig. Warum eigentlich? Weil ich blau leuchtend viel schöner bin als sonst. Basse, öff. Wieso bist du blau leuchtend? Warum wegen denn? Dem DS, Junge, das ist doch, das sind doch hier Grundvoraussetzungen, das musst du auch mal akzeptieren und ich finde, da musst du nicht immer nachfragen. Na gut, ich bin ja nur wissbegierig. Und das war eine Waffe, schneidend, präzise, die Argumentation hat dich erschlagen. Wunderbar. Herr Kollege, dann mach jetzt mal hier, sonst kriegen wir jetzt gar nicht mehr hier. Tut mir so leid. So. Oh, warte. Schreibend ein. Ja, bitte. Ja, klär du mal mit ihr, ich bin gleich wieder da. Ja, da ist da nichts zu klären. Weil Chefin kommt gerade. Ja, ja, das ist okay, mach. Penis, jetzt hat du was zum Rausschneiden. So, da ist er wieder. Da ist er wieder. You suck. Tut mir leid. Nee, ich verzeihe dir das, Jan. Ich hab dir auch was extra zum Rausschneiden gegeben. Also. Echt geil. Genau, es verhält sich dann so, dass irgendwann nachts so gegen 2:30. Schon wieder? Immer. Achso, okay. Kommt also Wiederholung. Nee. Nachts gegen 2:30 erwachst du. Das heißt, du hast jetzt auch Magie auf 1, aber unabhängig davon hast du... Der war flach, ey. Aber so flach, den bringe ich doch dauernd. Also, geil. Du hast, also, Babel hat mit dir irgendwie kommuniziert, quasi, wie immer hier, ne? Nochmal. Indirekt. Also, Babel hat dir den Eindruck hinterlassen, dass du hast ja nach anderen gesucht, die dir helfen können, oder sie hat dir angeboten, dass sie andere für dich sucht, oder er sie erst, ne? Ja, ich wollte nach Ausschau halten, ja. Genau. Und, es gibt in Moskau jetzt, nennen wir es mal, einen Schlüssel oder eine Einladung oder irgendwas anderes in der Richtung, in einem Knoten, den du allein besorgen musst als selbstverständlich hier, ne, damit du dich würdig erweist für die geilen Kollegen. Mhm. Die finsteren geilen Kollegen. Und es ist quasi angehangen, eine Lokalisationsdingens. Ne? Wow, das war jetzt aber sehr deep, was du da krass gesagt hast. Sehr deep, also du weißt, wo sich der Knoten physisch befindet, wo das drauf ist. So. Denn der Knoten ist leider verkabelt, meiner. Das heißt physikalisch hin. Physikalisch hin. Ja. Das heißt, wenn du sagst, er ist verkabelt, das heißt kein normaler Access zur Matrix, oder meinst du verkabelt, ich komme bis vor die Tür und muss dann rein und verkabelt? Oder wie meinst du? Ich bin gerade verwirrt, aber ich sage dir einfach, Knoten hat keinen Zugang zur öffentlichen Matrix, aber, ne? Also muss ich hin. Du musst auf jeden Fall hin, physisch. Physisch, ja. Ja, genau, gut. So. Und zwar jetzt, meint er, ne? Du hast Zeit. Sie hat die Einladung quasi für dich hinterlassen und du kannst sie dir abholen, wann du willst. Allerdings ist halt nicht ganz genau klar, ob der Knoten vielleicht rebootet wurde oder ob da irgendwas ist, das, ne? Also Babel meint, du hast Zeit, aber das ist nicht sicher. Von Babel aus hast du Zeit, aber das heißt ja nicht immer, dass das so richtig ist. Okay. Billy wirft sich eine Ephedrin. Und macht sich fertig. Fuck all night, party all day. So nach dem Motto. Getting a bigger pussy. Und schwingt sich dann mit Jumpsuit angezogen und bewaffnet. Schwingt sich dann in den Bumspulli und macht sich auf den Weg zur Adresse. Operator. Okay. Also, und zwar, oder möchtest du irgendwie jetzt, packe meinen Koffer? Ich will nicht, dass du deinen Koffer packst. Höchstens den Zauberkoffer, denn als du ankommst, merkst du, das ist am Rande zur Mittelschicht.
War das in der Nähe, wo du früher gewohnt hast? Nein. Es gibt doch unten in Donskoy gibt es auch so ein B-Gebiet, ne? Mhm. Und da in der Nähe ist dieser Club. Das heißt, da sind die Standards insgesamt von allem halt ein bisschen höher. Der nennt sich, der nennt sich P-Zone. Allerdings bitte nicht wie Pisse, sondern nur P. Und das ist im Wesentlichen Teenie-Schubsen, falls dir das ein Begriff ist. Nee. Ich bin 16 und Was? Ich gehe in eine Disco, die genau 0 Uhr dicht macht. Ich werde dann rausgeschmissen werde, weil halt das Hauptklientel ist. Das heißt, dementsprechend ist die Musik und die gesamte Aufbereitung. Dementsprechend gibt es keine harten alkoholischen Getränke und so weiter. Also die richtig gute Ansage, richtig schön. Ach, herrje. Da passt ja Billy rein wie die Faust aufs Auge, ey. Ja, aber Hauptklientel heißt trotzdem noch Dorfdisco, oder was? Dorfdisco kommt gar nicht so schlecht, das kommt ganz gut hin. Bloß ohne die alten, besoffenen Dorftrottel, die dann halt immer noch da rumhängen, sondern wirklich nur die ganzen kleinen Kiddies. Viele Konzernkiddies, manche, die auch ein bisschen mehr Kohle haben, viele, die halt mal was erleben wollen außerhalb und so, und total geil. Ey, jetzt erzähl mir, wann ich treffe den Typen vom Neujahr dort. Unseren unfreiwilligen Host vom Neujahr. Boah, ey, so ein Typen, oder? Sowas meinst du doch jetzt, oder? Ja, bloß, dass der nicht auf sowas gehen würde, weil er generell Partys abgeneigt ist. Aber halt die Teenie-Schiene, so weißt du, 16-Jährige, die richtig denken, ich mache jetzt voll Party wie die Großen und ich trinke hier ein Bier, Alter. Es hat zwar nur 2% Alkohol und ist irgendwie sowas wie Backscreen Lemon, was man nicht als Bier bezeichnen darf und so eine Scheiße halt. Ach so, zukünftige BWLer. Ne? Ja. Schlimm. Zukünftige BWLer und Sparkassenangestellte und so weiter. Mm. Räuber- und Verbrecherbank. Sorry, R&V-Bank heißt's. Ja, gut. Hast du doch gesagt. Genau. Ja, Billy, schaut mal, wie sie da, also sprich, erstmal Matrix-Auftritt von dem Schuppen. Vielleicht ist der Jumpsuit dann doch eine schlechte Wahl. Das hätte sie mal besser zu Hause noch vorher geguckt. Aber gut, sie geht mal an den Eingang. Stehen da Türsteher? Eins nach dem anderen. Mache mir bitte erstmal eine Datensuche. Na, Data-Search. Du wolltest ja die Matrix-Präsenz. Mm. Ja, halt so generell. Was gibt's? Comp und Int, ne? Genau. Computer! Also 7 Würfelsken. Kannst du es noch im Auto machen, oder? Ja, ja. Kann ja auch noch auf dem Parkplatz stehen bleiben erstmal. Dann geht's im Auto VR. VR? Mit der Stöpsel ohne. Mit der Stöpsel vom Auto ohne. Ja? Verstehe ich nicht. Na, die Stöpsel, die Türstöpsel, die, dass keiner von außen reinkommt. Ach so, mit der Stöpsel ohne. Der Stöpsel ohne. Ah, natürlich. Und dann serviere ich dir mal ganz hier schmeidig 3 Erfolge. Okay. Irgendjemand des Handys an? Nicht meins. Das war Billys Datensuche, die gerade durchgeflutscht ist. Das könnte meins gewesen sein. Also. Ja. Wenn ich mein Handy wegwerfe, landet es in 2 Teilen auf dem Boden. Also, Basso, aufmachen. Ich höre. Matrix-Präsenz ist halt auch, da kommen, das sind so Teenie-Stars, sind da manchmal sogar, Moskau-Teenie-Stars, wir wollen es nicht übertreiben, sind da manchmal sogar irgendwie zu Autogrammstunden und so oder geben da irgendwelche tollen Speeches oder lesen aus ihren Hauptwerken vor oder irgend so ein Kack halt, ihre Biografien, die sie mit 19 verfeichen. Autobiografie, bitte. Autobiografie, du hast recht. Ich spielte mit Brummlibär. Brummlibär war nicht da. Auf jeden Fall. Dann ist es halt angegeben schon für die Eltern, die ihren Kindern RFID-Chips zur Rückverfolgung eben jener eingepflanzt haben, ist da noch eine extra, hier können sie sich anmelden, um genau zu sehen, was ihr Kind im Club macht. Also dementsprechend gibt es auch Kameras und so, das ist also richtig gut. Dementsprechend gibt es nicht nur Security, sondern auch die Securities und auch die Barkeeper und so sind ausgebildet auf darauf zu achten, dass sich dort nicht zu hart betrunken wird, sondern genau so viel, dass die Jugendlichen denken, sie haben was erlebt, aber waren noch nicht wirklich am Limit und sowas in der Richtung.
Plus Taxiservice, der von den Eltern bestellt werden kann. Also der ist ein hauseigener Taxiservice, der die Kinder dann auch abholt, auch unter Umständen gegen ihren Willen und so. Also es ist richtig schön. Geil. Kontrollfreaks. Ich glaube, was heißt, ich glaube, Billy ist sich jetzt auf einmal bewusst, dass er ein bisschen falsch angezogen ist für den Club. Guckt sich im Bumsbully um, ob noch ein paar von ihren Klamotten da drin rumliegt und zieht sich ein bisschen hippiehaft an. Macht sich, also nicht hippiehaft, sondern das ist, sage ich vielleicht mal anders, so ein bisschen hipstermäßig eher an. Ändert auch ihr Make-up noch eben gerade und wird sich Pigtails machen, also sprich Zöpfe links und rechts. Nicht geflochten, nicht geflochten, nicht lachen, ja, also nicht Pippi Langstrumpf-Style, sondern einfach nur Hättest du links. nicht noch eine weiße Bluse und einen karierten Rock oder so? Ah, so Schulmädchenreport. So Britney Spears-like. Ja, doch, ich glaube, so in die Richtung könnte das gehen. Oh Oops, I Gott. did it again. Oh Und da singt er Gott. wieder. So in die Oh Richtung. Gott. So mit Kniestrümpfen, weißt du, und Flachschuhen. Richtig schön. Hm. Damit sie richtig schön goldig jung aussieht. Sehr schön. Mach mal bitte verkleiden. Echt? Naja, mit mir Deswegen, kannst weil ja. Billy ist ja schon ein bisschen älter. Elfen wären zwar nicht irgendwie saualt, aber damit du halt, ne, dich in Trondheim mal jünger machst. Möchtest du jetzt ein Disguise von mir oder ein Ja, Artisan auf genau. Make-up? Wie viel hast denn du Artisan? Artisan 2, Make-up spezialisiert und auf Disguise hat sie 4. Okay, Soll ich dann ein gib dir Disguise, mal, ja? mach ein Disguise mit 3 Bonuswürfeln. Oh, also sprich Int 4, 4 auf dem Skill und nochmal 3 obendrauf. Und das ist ja galant, mein Freund. Dankeschön. Da darf ich dir auch nochmal 3 Erfolge gerade so hinschmeißen. Wenn's recht ist. Ist es das? Ich Weiß weiß ich es nicht. nicht. Ja, warte, ich muss ganz kurz dagegen würfeln. Darf ich das sehen? Ja, oh, verdammt. So. Oh ja. Wirklich? Ernsthaft jetzt? Ein SR99 würfelst du dagegen? Hallo? Was geht denn ab? Das ist schon alles richtig so. Ja, okay, solange Ich du die wollte heute Logik auch mal hast. einen Wurf machen. Und Erfolge haben, ne? Richtig, ich wollte einmal Ole. Erfolg im Leben haben. Geil. Geil, nee, du kriegst es auf jeden Fall gut hin. Bei Elfen kann man sich nie sicher sein, wie alt die sind. Wenn du also den Elfen rauskehrst, bist du genau die Altersklasse, die da erwünscht ist. 16, 17. Ah, vielleicht Perfekt. 18. Vielleicht Sicher. sogar schon 18, wobei 18, also für 18-Jährige gibt es kaum Grund, dahin zu gehen, außer sie sehen genauso aus wie du. Yes. Schön. Dankeschön. Was dir noch auffällt am Eingang sind, ich nehme mal nicht an, dass das so Billys Laden ist, ne? Nee. Weiß auch nicht Also. ganz, wie ich darauf komme, aber was dir so schon auffällt ist, es ist ein ziemlich krasser Mädchenandrang, so richtig krass und ein paar sind kreischend und hüpfend und Oh je. Was für ein Kinderstar kommt denn heute Abend? Sag's mir doch lieber gleich. Brandon Gott. Task, sag's doch bitte. Nein, Brandon Task doch nicht, Alter. Da wäre hier der ganze Platz dicht, da kämst du ja auch nicht rein. Katinka Amarov. Oh Gott, wer ist denn Katinka Amarov? Sag, klär mich Stell doch sie mal dir auf. vor wie Paris Hilton. Awesome. Awesome. Ich möchte ihre wie heißt sie denn gleich? Wie hieß sie denn gleich wieder, die Best Friend? Ah, vergiss es, Du du weißt es eh nicht. sprichst von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe. BFS forever. Oh Gott. Davon gibt es da auf jeden Fall viele her. Okay, ja, schön. Geil. Also die Und Mädels freuen sich auf einen Kinderstar, diese Kalinka. Katinka Amarov, ja, die ist Katinka. halt auch so ein verwöhntes Erbenmädchen. Und das Gerücht ging um, ja, dass sie richtig hart schwanger ist. Aber dann war man sich nicht mehr ganz sicher. Aber dann vielleicht wieder doch. Und oh mein Gott, das ist das neueste Thema in der Bravo. Supi. Und in Sendungen, die zu vergleichen sind mit Tough oder sowas. Ah, schön. Da passe ich ja rein wie die Faust aufs Auge, ey, ohne Witz. Weißt du was, das ist für mich der Inbegriff von düster. Ja, ich merke schon, mir wird es auch gerade ganz arg schlecht, also im realen Leben. Das Dankeschön. mag jetzt an den 4 Red Bull liegen, aber. Nein. Ja, Billy wird in die Schlange sich stellen, um nicht aufzufallen, wird sie auch anfangen. Ja! Zu schreien. Einfach mal mitmachen und Selfies. Selfies ganz wichtig.
But first, let me take a selfie. Ja, genau. First, let me take a selfie. Super. Problem. Folgendes. Die Mädchen haben jetzt nicht unbedingt hier gecampt. Es sind sogar ein paar Kerle dabei, aber die zeigen sich nicht so. Aber die sind schon ganz schön gespannt, weil da gibt's Brüste. Die haben da nicht gecampt. Oh ja. Die haben nicht gecampt, aber es ist halt so, dass schon ein gewaltiger Andrang ist und das Ding scheint schon fast voll zu sein. Das heißt, in absehbarer Zeit werden die Einlasser erstmal nur noch Leute da reinschieben, wenn da wieder Leute rauskommen, du verstehst. Ich sehe gerade ein Hindernis auf mich zukommen hier in unserem Gespräch. Du möchtest mich nicht ohne weiteres reinlassen gerade, so sieht's mal aus. Tschüss, dich würde ich immer reinlassen, ohne weiteres. Ich muss mich wieder prostituieren hier, ich sehe es schon. Ich schlender mal ganz galant auf einen der Türsteher zu. Oder okay, du schießt dich. Nee, nicht Türsteher, Entschuldigung. Ich meine natürlich einen der, weißt du, die mit dem Flipchart in der Hand, also mit dem AR-Flipchart, weißt du schon, die Hostessen-Männer, männlichen Idioten. Die mit der Gästeliste da. Genau. Wie heißt denn sowas? Egal, du weißt, was ich meine. Türsteher mit Gästeliste. Den Typen, du weißt schon, was ich meine. Du schiebst dich also an der Schlange vorbei, worauf die natürlich alle schon richtig Bock haben. Geil. Und dann ist er bei dem Typen vorn. Hi! Guten Abend, stehst du auf der Liste? Ich glaub, ja, ich glaub. Okay, dann bitte Name? Annabelle. Und okay, ich möchte gleich mal das AR-Cheat hacken. Wenn ich hackerdi, kann. Hackerdi. Ist es possible? Possible ist alles meiner. Es ist nicht das Beste, das dürfte schon gehen. Ist es so ein Flipchart, wo ich meinen Namen sage, dann wird ein Bild von mir aufpoppen? Sowas möchte ich machen, wenn das möglich ist. Was wird denn das sein? Das wird nur Name sein sogar. Also wenn dein Name drauf ist, reicht das. Annabelle Yushnov soll dann drauf sein. Annabelle Yushnov, okay. Na genau, dann machen wir hier Hacking und so, -2 und so weiter. Kennt was? Ja. Wieso -2? Na, wegen Schleicher. Ach, du möchtest, dass ich schleiche? Oh. Naja, du kannst es auch gern Brute Force machen, aber das wäre ganz schön doof, oder? Kommt drauf an, weil Alarm ausgelöst wird, ist nicht so toll. Richtig, und dann sucht der Knoten danach, wo hier, ne, Eindringling ist. Mann. 6 nur. Ein Erfolg. Ah. Was? Hör mir auf hier! genau, der Knoten ist... Ja klar, Super Nanny ist der Begriff. Mal auf die stille Treppe setzen... Die Super Nanny, also, denn es ist ja düster. Oh Gott. Tut mir so leid. Wie hieß denn die von Heidi gleich wieder? Ich habe ja immer ein Geschick mit dir und Hacking. Auf jeden Fall, nee, die Super Nanny hat offenbar bemerkt, dass du dich daran zu schaffen machen wolltest an eben jenem Chart und hat dich auch entdeckt. Übliche Prozedur, Mark auf dir, Knotenalarm. Piep, piep. Beep. Der Typ weiß natürlich nicht, dass du das bist und wurschtelt erstmal an seinem Comlink rum. Was to show? Die Nanny ist was? Diesen IC oder was? Nee, das ist die generelle Knoten-Ikonografie von dem Comlink. Also das ganze Ding ist quasi, ne? Dann hau ich es gerade nochmal drauf und schleicher weg. Verstehe ich nicht. Ich hack den jetzt nochmal. Ach so, okay, das meinst ohne du. Ohne Schleichen, weil jetzt hat sie mich eh schon mit einem Mark. Ich habe immer ein Glück beim Hacken. Weißt du okay, was? Nee, pass auf. Ich mach mal anders, hör zu. Und zwar schaue ich jetzt gerade nochmal kurz, weil ich hatte es mir ja aufgeschrieben, ich möchte einen Sprite haben. Und zwar... Ach, Infiltrator ist doch perfekt dafür, oder? Klingt auf jeden Fall sinnvoll. Ein Infiltrator-Sprite soll mal jetzt hier gerade mal vorbeikommen. Dann möchte ich bitte erstmal, dass du deine Inni würfelst. Echt? Wow. Ja. AR-Inni. Meine AR-Inni. Ja, also was ja normale Inni ist. Jupp. 1W6, das ist eine 6 plus 18, 14. 14. Ich glaube, ich hasse dich schon wieder. Warte. Ach so, VR-Inni ist ja richtig viel. Scheiße, da müsste ich gerade nochmal nachgucken. Nee, die hieß auch AR. Arschkind. VR-Gold, da ist es doch. Junge. Ich sehe schon, wir beide atmen wieder in eine Würfelrunde aus. Sehr schön. Naja, manchmal. Ich muss es doch irgendwie strecken. Ich habe doch gar nichts dagegen. Wenn man keine Ahnung hat, muss man das alles strecken. Das ist ein ganz wichtiges Spielleitergeheimnis. Ja, und vor allem, du kannst mir einfach einen reinwürgen. Ist doch wunderbar. Ich mag das. Ja.
Echt? Wenn ich dir einen reinwürge? Das vertiefen wir jetzt nicht. Verstehst vertiefen? Und gewürgt. Ha. Also, es wirkt schon. Ich muss sagen, das war witzig. Ja. Doch. Okay, es passiert Folgendes. Achtung. Das überlege ich mir gerade noch. Okay, pass auf, das funktioniert. Hat ihn mal eine Matrix gemacht. Du kannst einen Sprite machen. Ich kann mal einen Sprite machen. In der Zwischenzeit macht die auch noch wahrscheinlich irgendwas. Dreier, Resonanz und kompilieren auf 3, also 6. Ah, Dreier-Sprite sollte reichen, oder? Hast du ja gesagt, das ist ein Scheißding. Jo. Wären dann 6 Würfelskin. Was hast denn du da eigentlich mit einem Erfolg jetzt gerade wieder gewürfelt? Das war die Inni. Oh. Jesus. 3 W6. Nicht schlecht. Also, 5 Erfolge für meinen... 5 Erfolge für meinen Infiltrator-Sprite gegen 0 Erfolge. Ich glaube, ich habe hier mit 5... Nice. Dienste, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass du damit absolut recht hast, mein Freund. Schön. Warte. So. Also. Ja? Du rufst in den Tiefen der Matrix nach einem Kollegen und Infiltrator. Das heißt, ich würde mir vorstellen, eine humanoide Gestalt mit so wallenden Kleidern, eher barocken Naturells, die so, kennst du die klar kennst du, die Dinger, die so am Arm, also am Ärmel befestigt sind, irgendwie diese Kleid-Dings da, weißt du, wo man immer das Röckchen quasi mitzerrt. Das hat bestimmt einen Namen, der mich nicht interessiert. Oh, kann sein, ja. Also quasi das Kleid und unten der Saum ist mit so Schleifchen irgendwie am Ärmel befestigt, also am Handgelenk, vielleicht auch ein bisschen weiter oben als am Saum, aber das meine ich. Und zwar so wallend, dass die verschiedentlichen Seideschichten, aus denen das Kleidchen nun offenbar besteht, sie immer ein bisschen in der Matrix verschwimmen lassen, Bro. Das klingt ganz toll. Ja, ich kann mir vorstellen, wie toll. Ich höre mich selbst. Was denn? Das ist ja gut. Dann frage ich mich, warum du weitermachst mit dem Scheiß. Aber egal. Schmerzgrenze ist sehr weit oben inzwischen. Geil. Ja, gut. Klasse. Genau, das war eine komplexe Handlung von dir. Alles klar. Gut. Ja, ich glaube schon, kompilieren ist komplex. Ja, ja. Richtig komplex ist das. Hallo. Genau, der Knoten. Mach dat und dat, okay. Du siehst, dass der Knoten von dem Typ sich, also die Nanny rebootet sich gerade. Die Nanny rebootet sich wegen was? Ha. Der kann keinen Suppress auf die Nanny ausführen, oder? Dazu müsste er sich erst einhacken. Dann wäre das der erste Dienst, den er benutzen soll. Versuche dich in den Knoten einzuhacken. Dieser Nanny hier. Der Super Evil Nanny. Das ist unglaublich, oder? Hast du gewürfelt? 3 Erfolge? Nein, ich habe 3 für den Sprite und 3 für den Knoten. Das heißt im Favor für den Knoten in dem Fall. Der Sprite versucht sich durch an der Nanny quasi vorbei zu mogeln. Naja, eigentlich müsste er sich in die Nanny reinmogeln, das ist egal. Also er versucht sich in die Nanny reinzumogeln, allerdings kommt die Gerte, die Nanny packt jetzt die Gerte aus und klatscht auf die Finger des Sprites. So, das ist jetzt ziemlich blöd, weil das Sprite genauso schnell ist wie der Knoten, bla bla bla. Okay, du siehst, dass der Sprite mehrmals versucht sich einzuhacken, allerdings kriegt er jedes Mal auf die Finger. Kann ich noch in der Zwischenzeit meinen Mark aufwerfen? Was auch bedeutet, dass der Knoten danach ein Mark auf dem Sprite hat. Was machst du? Der Typ hat jetzt übrigens noch einen Kollegen rangewunken, aber bisher da ist, dauert das. Ja, ich möchte den Mark entfernen von, in dem Fall mir erstmal. Warte, da muss ich ganz kurz was gucken. Erase Mark, das ist eine Attackhandlung, das ist ja sinnlos. Okay, nee, das ist gar nicht so sinnlos, aber damit löst du auf jeden Fall Alarm aus, was egal ist, wo du Mark drauf hast. Passt! Computer und Logik ist das übrigens. War das Computer und Logik für den... Ich hab's mir aufgeschrieben alles. Oder war der Cleaner nicht sogar besser in dem Fall als komplexe Form? Nee, der Cleaner macht bloß deinen OS-Niedriger. Boah, dein OS-Niedriger wäre natürlich auch nicht schlecht. Na gut, erstmal ja, davon hast weg. Du fast nix. Okay. Der Sprite ist ja extra. Jo, der wird separat berechnet. Also, was hast du gesagt zum Mark-Entfernen? Hast du gesagt, was? Computer und... Logic. Also, ganz normal ein 7er. Darf ich dir 2 Erfolge hinlegen? Darf ich dir einen Erfolg hinlegen? Okay, du entfernst das Mark. Was wird das sein? Das wird auch so ein Abdruck von der Gerte sein. Immer schön die Gerte auf dem Bubs. Du entfernst das Mark. Gut, okay. Du siehst, weil du ja noch AR bist, geht das ja alles dort ein bisschen schneller, dass ein Sicherheitshacker mit einem, sagen wir mal, unterdurchschnittlich
Deck ankommt und die Verursacher der Probleme hier prüft, wobei er den Sprite entdeckt natürlich und sich jetzt versucht, mit dem Sprite zu beschäftigen. Interessant. Interessant. Das heißt, der Knoten ist immer noch am Rebooten jetzt, oder was? Oder hat er sich jetzt erfolgreich gerebootet? Ich glaube, das dauert eine Weile, aber eigentlich ist das Schwachsinn. Sagen wir mal, er ist fertig. Also ist wieder oben jetzt ganz normal. Das heißt, der Sprite hat auch keinen Mark mehr jetzt auf sich. Richtig. Gut, und mein Mark wäre eigentlich auch weg gewesen. Witzig, ne? Und der Der Hacker macht sich Sprite, der jetzt. Hiker hat aber den Sprite quasi noch im Visier. Ah, ich habe keine Static Veil or something like this. Ah, too bad. Gut, dann wird die jetzt aus beiden Richtungen angegriffen. Der Sprite soll immer noch hacken, ne? Also das ist immer noch der erste Dienst, oder? Der macht das so lange, bis er drin ist. Ja. Gut, dann soll er mal weitermachen. Ich halte mal meine Handlung zurück und schaue, wie der Hacker sich verhält. Ich möchte wissen, was der Hacker tut. Der Hacker macht Folgendes. Warte. Wow, das war ja deep. Kann der eigentlich auch einen Mark, der muss doch eigentlich auch einen Mark auf eine Persona setzen können, oder? Das ist auch einfach hacken. Kann man den Sprite hacken? Das sind Fragen über Fragen. Ich glaube, man kann keinen Komisch. Sprite hacken. Der müsste decompilen, den Sprite. Ja, aber wenn er einen Mark auf dem Sprite haben will, der kann doch eigentlich den Sprite genauso hacken wie eine andere Persona, oder? Naja, hacken ja nur, wenn du rein willst, im Endeffekt. Was der machen würde, wäre eine Angriffshandlung gegen den Sprite, um dem halt Schaden zuzufügen auf den Monitor, sprich auf den Health-Monitor normalerweise. Ja, das Also geht ja auch, müsste. aber was ist denn, wenn er ihm erst mit Brute Force einfach einen Mark auf ihn setzen will, damit er dann mehr Schaden macht? Das müsste doch auch gehen, oder? Ist mir zu kompliziert, der haut im Also. Sprite einen rein. Ja, der würde normalerweise einen Angriff, also einen Attack machen, was weiß ich, einen Hammer oder sowas. Also kein Black IC Hammer oder sowas, aber halt. Ja, Ne? da das Spike halt. Jo, Hier, als Beispiel. Alex, kann man einen Sprite hacken? Schreib das mal bitte in die Kommentare, danke. Nee, ich denke nicht, dass man einen Sprite hacken kann, ganz ehrlich. Heißt du Alex? Ich sag jetzt einfach mal, Alex zu mir halten, dass es klar ist, hier, Kollege. Also sonst komme ich vorbei und hafe die Kasse nach hinten. Ja, So. schön. Ja, dann mach mal deinen Spikey-Pikey. So, ich würfle und zwar würfle ich das gegen das und das gegen das und das überschlage ich jetzt einfach. Du siehst, dass da das ja alles schneller ist als du, dass der Hacker versucht, den Sprite einfach quasi mit Data Spikes kaputt zu machen. Und dass ihm auf langes Gesicht wird das vielleicht gelingen, aber nicht so schnell. Also bisher hat der Sprite noch nichts kassiert. Ja, genau. Dann mache ich in der Zwischenzeit noch einen Gremlin fertig und schicke den dem Hacker auf den Hals. Du kannst nur ein Sprite auf einmal kompiliert haben, sonst Ach, müsstest du Fleischring. registrieren. Nee, Moment, du kannst drei Sprites. Nein. Nein? Bist du sicher? War das Im Moment, registrierte das war ein Sprites? SR4 so. Registrierte In. Sprites kannst du Charisma viele haben. Und nicht registrierte Sprites sind Einen. resonanzabhängig. Echt? Ich glaube. Ich weiß es auch nicht genau. Ich dachte, ich Nach kann. Cooktime? Ja, doch, schlag mal das Okay. Buch auf, es wird geschnitten. Jetzt muss ich gerade auch nochmal das Buch aufschlagen. Penis geschnitten. Das ist dann aber beschnitten, du Jude. Wird. Wenn ich das ganze Ding So. absäge und nicht nur die Vorhaut, ist Moment. es geschnitten. Ne, dann ist es abgeschnitten. Call, dismiss, command, compile, 250. So, call, dismiss, sprite. You call, registered sprite, you have waiting in the resonance. Okay. Ich brauche aber keinen. You compile a sprite, Man kann nur einen kompilierten Sprite gleichzeitig haben und ich habe vergessen, nicht gegen den Schwund zu würfeln, aber 254. naja, Stimmt. das habe ich vergessen. Ich habe auch vergessen, den Fade zu würfeln. Sagen wir einfach, du kriegst 10. Ahaha, wie nett. Ja, hab's vergessen, meine Schuld. Ich habe es auch vergessen. Dammit. Bei Flummi werde ich das nie vergessen. Schreib's dir auf. Echt, warum kann ich. Ich kann echt nur einen fucking Sprite compilen? Das gibt's doch gar nicht. Was tust du? Ich Data Spike den Haki. Und So. machst damit auch auf dich aufmerksam. Oh, das ist ja jetzt eh egal. Na, Warte, nachdem du ich das hab. Mark Ich. Nee, weggemacht warte mal. hast, bist du quasi Okay. erstmal, habe ich dich wieder betrachtet als einigermaßen unauffällig. Okay, aber Rhabarber, ich habe immer noch nicht den Lower auf die Firewall, ne? Da hat man gesagt, den habe ich nicht, ne? Die komplexe Form. Schade aber auch. Kann ich gar nicht so viel tun. Dann hacke ich jetzt nochmal den Knoten, der ist ja dann doppelt beschäftigt jetzt, oder? Das ist doch schon ein Vorteil, wenn der jetzt gerade mit dem Sprite beschäftigt ist, dann müsste ich doch bessere Chancen haben, um auf den draufzukommen. Oder nicht? Oder doch, oder was?
Ich sage, wenn du es jetzt nicht schaffst, dann denken alles war der Sprite und nicht du. Okay. Also, 8 Würfel kommen in deine Richtung gerollt und geben dir 4 Erfolge. Okay. Tja, die Nanny. Was ich mit der mache, meinst du? Nanny, ich, ja. Ich bin die Obervorseherin des Mädchenstifts zum heiligen St. Petrus. Und so komme ich jetzt gerade reinmarschiert. Und frage sie nach den aktuellen Akten der aufsässigen Mädchen im Stift. Mit der Ambition, quasi noch einen Namen drunter zu setzen. Ja, ich, ja klar. Da gibt es ja noch ein unartiges Mädchen, das heißt Billy. Annabelle heute, hatte ich doch gesagt. Ich weiß. Und dann irgendeinen Familiennamen, den ich schon wieder vergessen habe. Also. Jetzt, da du auf dem System bist, kann ich dir auch sagen, dass der Name der Persona verbunden wird, aber nicht mit der Sinn. Das heißt, es funktioniert sogar. Schön. Bezahlt wird hatte ich meistens eh über die Eltern, deswegen, ne? Ja. Genau, also du setzt deinen Namen drunter. Right. Und ja, bist quasi fertig. Während der Sprite langsam, aber sicher nach und nach mal ein bisschen auf die Fresse bekommt. Gut, was ich dann mache im Endeffekt, ist ganz einfach. Ich sage dem Sprite an, vielen, also beziehungsweise erstmal, ich spreche den Typen an mit dem Flipchar, mit dem AR-Flipchar und frage ihn, wo denn jetzt das Problem hier ist, ob er denn meinen Namen nicht finden kann. Entschuldigung, es gibt gerade einige technische Schwierigkeiten. Können Sie vielleicht 3 Minuten warten? Ja, sicher doch. Ja, klar. Und dann befehle ich dem Sprite, sich wieder in die Tiefen der Matrix zurückzuziehen. Und danke ihm recht herzlich für seine Dienste, die er mir doch da getan hat. Verpiss dich! Aber danke schön. Indirekte Rede. Oh, jetzt habe ich einen richtigen Namen genutzt. Ich du hast das... nee, jetzt nicht mehr. War ein Witz. So, alles klar. Das heißt, der Grund der Beschäftigung oder des technischen Problems, Entschuldigung, ist damit auch erstmal weg. Und du wirst dann hereingewunken. Und man wünscht dir natürlich noch einen schönen Abend, bla bla bla. Gib dir nochmal dein Kärtchen, Mac-Schloss, RFID-Dingens-Kärtchen für den VIP-Bereich. Oh, VIP sogar. Na, Gästeliste ist nur VIP. Schick. Und genau, du bist drin. Ich möchte dann erstmal auf die Damentoilette gehen und mich rebooten auf dem stillen Örtchen. Alles klar. Hab Dank. Nachdem ich mir dann die Nase gepudert habe, im nicht wahrsten Sinne des Wortes, werde ich mich in die VIP-Lounge begeben. Ich glaube, es könnte ein Kommunikationsproblem auf uns zukommen. Was ist der wahre Sinn des Wortes? Einfach nur frisch machen. Okay, also doch. Hä? Im nicht wahrsten Sinne des Wortes. Also ja, Nase ist gut. Nein, ich ziehe mir keine Drogen rein. Ich habe ja gar nichts. Ich habe mir in der Ephedrin ja schon vorhin reingepatzt. Nein, das klang gerade so. Ich war jetzt verwirrt. Nee. Ich muss sicher gehen. Nee. Ich muss sicher gehen. Ich glaube, Billy hat keinen Koks mehr oder ist irgendwas. Also, nee. Billy Lischt. Hat was? Billy hat keinen Koks oder Speed. Ach so, ja. Oh nein! Düster! Scheiße hier! ja, du bist von der Damentoilette und du bist frisch gemacht. Ja. Die Teenies dancen ein bisschen oder sitzen voll cool mit ihrem Bier an der Bar, richtig geile Kiddies, die sich über die Schule unterhalten oder über eine grad begonnene Ausbildung, also richtig guten Sachen und warten einer zu Tag gespannt auf die Katinka. Unsere Kati! Okay, das lässt mich jetzt tatsächlich ziemlich kalt, weil ich bin ja hier für eine gewisse Sache. Das heißt, ich halte nach diesem physischen Ausschnitt, nach diesem physischen Kabelausschau. Gut. Also sprich, ich weiß nicht, wie ich jetzt genau das anstellen kann, aber ich schätze mal, dass es da ja wahrscheinlich verdrahtete Geräte gibt. Und diese verdrahteten Geräte werde ich durchchecken, soweit das mir möglich ist. Ja, pass auf. Dem Ausschlussverfahren geschuldet. Okay. Wird dir auffallen nach, weiß ich nicht, 20 Minuten vielleicht. Ich meine, das ist groß. Da drin ist jetzt sehr viel Matrixverkehr von den ganzen Kiddies nochmal, die da drin sind. Das ist höchstwahrscheinlich, denn die Geokoordinaten waren etwas genauer als den einen Meter Abstand, den man da so haben kann, bla. Dass
Also da ist halt so Tanzfläche und Bar und so Chill-Out Zone. Dann ist da eine Treppe, wo nochmal ein Guy steht zum VIP-Bereich, denn der ist immer oben, ist ja klar. Und Klar. da links davon, da ist der Room, wo der DJ dann sitzt. Okay. Hinter einer Glasscheibe, damit auch jeder sehen kann, wie er einfach mal seinen David Guetta abzieht in so einem Schuppen Nee, vermutlich. nee, DJ burnt immer. Burnt. Brennen immer runde. Also DJs brennen die Nadel runde. Ja, aber Aber nicht ich so ein weiß David nicht. Guetta, der stellt seinen Laptop hin und tut so, als würde er was machen. Stimmt auch wieder, da Und hast du für so einen recht. Laden passt das eigentlich ganz gut. Auf Ja, jeden glaube ich dir. Fall, dort im DJ-Room, dort ist er. Der Knode. Der Knode. Der Hoden Ah, Knode. das heißt wieder mal eine physikalische Location. Die Tür ist verschlossen. Nicht sichtbar, ob die wirklich. Also, die ist zu, aber ob die verschlossen ist, fraglich. Ist kein Max-Schloss dran. Okay, Also, ist ein kein normales Max-Schloss, Schloss. okay. Ist ein, also eine Türklinke, sag ich mal, oder? Ja. Türklink und runter halt ein normales Schloss. Und der Typ, der da steht für den VIP-Bereich, hat ja auch ein Auge auf den DJ-Pult. Der steht oben am Ende der Treppe. Ach so, der sieht mich von oben runter. Ja, wenn du hochkommst, sieht er dich auf jeden Fall. Aber du Nee, aber hast ich. ja. Ja. Und wenn der sich nach rechts wenden würde, würde er sehen, wenn du zum DJ gehst. Wenn er sich nach links wendet, sieht er, wie du mit den VIPs chillst. Okay, jetzt weiß ich nicht genau, was du mir sagen möchtest. Kann ich ungesehen an dieser Tür mal eben testen, ob die auf oder zugeht? Eine Ablenkung wäre hilfreich. Hat er irgendwelche Gläser an oder irgendwas Wi-Fi-technisches am Abgehen? Der hat auf jeden Fall eine Brille. Eine Brille. Schön, dann möchte ich mal die Brille sanft austesten. Also sie Nicht steht ja heran. ausgezeichnet, er ist verwundert, als du sie ausprobierst. Hier, komm mal her, das sieht ja schnucke aus. Wie sehe ich denn damit aus? Selfie! So. Gut. Weißt du was, das würde durchgehen. Er Ja, würde sie die mach. genervt wieder wegnehmen, aber es würde durchgehen. Fluffkarma! Yay! Nein, so war das natürlich nicht gemeint. Ich möchte mich, ist denn, ne, mal so gefragt, ist die gut beschützt, die Brille? Ansonsten würde ich ihm nämlich via AR mal einen Feed von der Seite einfahren. Allerdings, was ich mache, ist eine gute Frage. Ein chinesischer Drache kommt von links angeflogen und faucht ihn an. Wow. Punkt 1, Okay. wow. Punkt 2, aus irgendeinem Grund fliegt bei jedem Knoten jetzt dieser komische Sicherheitstyp rum und kontrolliert da ab und zu und viele der, eigentlich alle der Sicherheitsleute oder der Aufpasser, nicht die Barkeeper und so, aber die Aufpasser sind jetzt alle geslaved an den Sicherheitstypen. Okay. Ich möchte aber die Brille nicht hacken oder seinen Knoten oder so irgendwas. Ich möchte einfach nur von der Seite, sodass er sich wegdreht, quasi einen chinesischen Drachen einfliegen lassen in sein AR-Sichtfeld. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, oder? Quasi Das wie Ding eine ist, wenn du, ja, AR-Halluzination. aber AR ist ja quasi die Anfrage auf seinen Knoten. Hier, Knoten, guck dir mal an, da kommt jetzt eine AR-Sache. Und dann sagt der Knoten, okay, das gucke ich mir an. Und dann kommt da ein Drache reingeflogen. Also letzte Woche Und. hast du mir erzählt, ja, dass mittlerweile die ganze Matrix ja mittlerweile offen ist für sämtliche AR-Werbung und alles mögliche. Und jetzt willst du mir sagen, ich kann keinen chinesischen Drachen einfliegen lassen oder was? Das kannst du schon, aber die Werbung ist ja viral und spammig. Die Konzerne machen ja, das sind ja quasi kleine Viren. Du kannst auch quasi, das geht schon, das wäre auch kein Hacken. Das geht Okay. schon, aber einfach eigentlich, ja, ich Willst mich würfeln lassen? weiß, ich will dich nicht zwingend würfeln lassen. Ich überlege bloß gerade alles auf einmal. Nö, ich kann ja gerne mal auf, warte mal, Software. Was wäre denn Software-Logik? Oder, ja, warum nicht, ne? Software-Logik. Das geht auf jeden Fall gut. Oh, wow, 5 Erfolge gemacht. Oh, Alter, da kommt aber so ein Drache hier. Und 3 bei dir? Okay, also er erschrickt sich schon kurz und schüttelt dann ein bisschen den Kopf, nimmt seine Brille kurz ab, setzt sie wieder auf. Das verschafft ihm natürlich alles genug Zeit, bla bla bla. Und nimmt dann auch nochmal seinen Comlink und murmelt da irgendwas rein. Okay, gut. Dann, Tür hast du gesagt. ja. Tür ist, also du kannst, wenn du die Klinke herunterdrückst, merkst du, dass sie aufgehen würde. Ja, habe ich genug Zeit, so vom Gefühl her, dass der Typ weiter. Reinzuschlüpfen? Ja, Sneaking. Und du bist total Cadillac, Baby. Hättest du? So, soll ich? Weiß ich nicht.
Du hast genug Zeit reinzuschlüpfen, ohne dass er dich sieht. Das musst du nicht würfen, wenn du sagst, du gehst rein, dann gehst du rein. Ich geh mal rein. Gut, du bist in dem kleinen Kabuff. Es riecht nach... Pisse. DJ, der dich jetzt auch verwirrt anguckt. Hi. Er nimmt sich einen dieser coolen Kopfhörer ab, weißt du so. Hi. Mach ruhig weiter. Ich habe nur gerade vom Sicherheitshacker gesagt bekommen hier, dass irgendwas komisch ist mit der ganzen EDV und irgendwas stimmt bei dir auch wohl nicht. Ich soll mal eben danach gucken an dem Kasten da hinten. Moment. Ha? Du willst arbeitest du hier? Du willst mein Setup checken? Nee, nicht dein Jeder Setup. Mach ruhig weiter. Ich prüfe jetzt nach, ob du hier arbeitest. Wie willst du denn das machen? Hier steht eine Nachricht raus. Kann ich den blocken? Ich möchte sein Matrix-Signal unterdrücken. Das ist genau der Fall, den ich neulich nochmal im Forum geschrieben habe. Du kannst jammen, dann ist alles gejammt in dem Bereich. Das ja, geht. Dann jamme ich jetzt. Aber dann kannst du auch keine, solange du jammst, kannst du halt keine anderen Matrix-Sachen mehr machen. Ist klar. Okay, ich möchte ihn dir nur kurz ausnocken, sodass er sagt... Weißt du was, das würfeln wir aus. Echt? Mach mal was? Bitte, ja. Mach Gott, mal bitte Electronic Warfare und Logic. Das ist dasselbe. Der Mindestwurf ist, falls du Edge benutzen willst, sage ich dir das vorher, ist 3. Boah. Ich muss 3 Erfolge haben, sagst du mir. Dann ist er komplett weg. Ansonsten kommt die Nachricht mit Verzögerung rein. Würfel ich gegen ihn? Nee, du würfelst gegen den Mindestwurf. Ach so. Yes! Yes! 3! Keine Verbindung, mein Freund. Ich sag doch, hier ist Problem. So. Hat er 3 Erfolge, ja? Sagt der DJ. In einem finsteren Tonfall. Natürlich, sehr finster. Ach, scheiße. Okay, was musst du da hier gucken? Da hinten an dem Kasten hat der Sicherheitsheini mir gesagt, ich soll nachgucken gehen, er würde mir jetzt Instruktionen gleich geben, was los wäre. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich bin ja hier nur Hilfsangestellte. Ich soll nur für den Typen rumlaufen, weil der sich so faul auf seinem Arsch wieder irgendwo rumhockt. Lass dich nur nicht ablenken, ich bin ja gleich wieder weg, mach dir keinen Kopf. Er hat so ein kleines Display. Wo er jetzt seinen mitgebrachten Pullover, draußen ist es immer noch sehr warm, aber er hat natürlich einen Pullover mitgebracht. Junge, der kommt anscheinend nicht zurecht. Erstmal über das Display hängt, damit du sein Set nicht siehst. Oh Gott, ich kümmere mich auch null um sein Set. Und, warte mal. Jans Kurzen. Ein riesiger asiatischer Drache fliegt herein und beißt dir den Kopf ab. Geil. Ist es mein eigener? Er beißt dir den Kopf ab, ich weiß nicht. Ja, wer weiß, der war so gut programmiert, dass er sich gegen mich selbst wendet. So gut war der, ja, das so könnte passiert gut sein. Warte mal, so, hier. Aha. Wenn er die Valkyrenkanone rausholt, dann merkt man das immer gleich, dass er aha sagt. Dreckiges Miststück. Schlampe! Okay. Also du gehst zu dem Ding, wo du hingehen willst, das ist eine der Verbindungen zur Box, links, rechts, unten, Base-Schacken-Dings-Box, die heißen so. Ich kenne die, die habe ich auch zu Hause. Nee, die sind ziemlich gut. Schon. Die Schacken-Dings, die sind super. Die sind von Bose, gut, ne? ja, von Bose. Ja, natürlich, von was sonst? So, du bist bei dem Ding. Okay. Guck dich immer noch einigermaßen misstrauisch an. Ja, und sag mal, warum bist du hier nicht, weiß nicht, so staffmäßig gekleidet? Ja, weil ich eine Aushilfskraft bin. Wie gesagt, ich habe heute meinen ersten Abend bei euch hier und die haben ja noch nicht mal die Klamotten fertig gemacht. Eine Aushilfskraft, wie alt willst du sein? 16, 15? Ja. Und? Ja, Aushilfe mit 16. Ah ja, ich muss mir auch mein Geld verdienen, verdammte Hacke. Ich habe halt nicht so viel Glück, dass ich Talent habe wie du mit DJing und schon Namen und alles. Man muss klein anfangen. Hast du nicht auch klein angefangen? Ja klar, habe ich klein angefangen. Aber ich meine, ist es nicht hier in dem Ding so, dass die immer ältere Leute nehmen, damit Mutti und Vati sich einbilden können, dass die Kinder bei so alten, vernünftigen Aufsichtspersonen sind? Ja, aber... Da bist du schon ein bisschen jung für. Ich habe bei mir, Mutti und Papi haben gesagt, bevor ich in so Clubs dann tatsächlich auch Geld ausgeben darf, muss ich erst Geld verdienen können, damit ich weiß, wie hart das ist. Ist ja schön, was deine Mutti und dein Papi sagen, aber was ist denn hier mit der Firma, hier Geschäftsleitung, Dingens, Club-Owning? Na, mein Papa kennt wohl da jemanden, der mit dem Club zu tun hat. Keine Ahnung genau, wie das abläuft. Ich habe nur gesagt bekommen... So, na sag das doch gleich, Papi. Ja, du fragst mich ja nicht. Papi kennt jemanden, na dann. Na ja. Wie soll das denn sonst funktionieren? Mein Papi würde auch jemanden kennen. Ja, aber du hast doch schon zu was gebracht mittlerweile.
Du hast da ja einen Job und du hast da ja viel Spaß dabei, dass du jetzt hier auflegen kannst. Das habe ich ja alles noch. Das muss ich mir alles ja noch erarbeiten. Ist mal aus meiner Lebensweisheit schöpfen. Er legt die Beine hoch. Das größte Problem der Jugend ist, war und wird immer sein, dass sie denkt, sie würde vielleicht irgendwie Erfüllung oder Lebenszweck in ihrer Arbeit, Ausbildung, Tätigkeit, Beruf irgendwas finden. Aber Arbeit ist scheiße. Ich habe auch schon das Gefühl. Deswegen freut man sich ja auf den Feierabend. Das ist nicht irgendwie toll. Du hast keinen Job, der dir gefällt. Du hast einen, wo du was machen musst. Und da kriegst du ein bisschen Kohle und da freust du dich auf den Feierabend. Deswegen heißt ja Feierabend, ne? Genau. Und mein Job besteht daraus, in der Zeit, wo andere feiern, bevor sie früh wieder mal lochen müssen, den Leuten was hinzustellen, weißt du? Auf die Ohren zu geben. Auch nicht toll. Ich habe da keinen Spaß dran und ich habe mir keinen Namen gemacht, Alter. Ich bin hier in der P-Zone. Das klingt wie die Pisszone. Bloß die können alle kein Englisch, die Kiddies. Das ist das Problem. Tja. Das ist ein Bildungsproblem, oder? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich muss mich jetzt. Darf ich jetzt mal da dran gehen hier? Oder? Ja, mach. Soll ich dir auch noch gleich was zu trinken bringen? Du siehst so verdurstet halb aus. Nee, passt schon, danke. Okay, danke schön. Ja, und Willi wendet sich dann ihrem Comlink und dem Datenkabel zu, was in diese Buchse passt, hoffentlich. Na, dein Datenkabel, also die Datenkabel sind eigentlich universell. Okay, Universalkabel, also dann stöpsel ich mich da jetzt ein. Bling! Okay, das sieht erstmal ganz ultra langweilig aus, wie halt ein dämlicher Verteiler zu einer dämlichen Kackbox. Aber, du findest ein kleines Stückchen Würfelzucker, okay, was sich halt nicht so anfühlt matrixmäßig wie der restliche Scheiß, sondern halt special. Iss mich, trink mich? Keins von beiden, also du kannst es mitnehmen. Quasi. Okay, ich steck das den Würfelzucker ein. Foxy, das Füchschen klemmt das sich also nimmt es mit. Ich mach mal nicht so sexuelle Sachen hier. Warum nicht? Ich sag gleich, Fumi soll sich entmuten, da hast du ja aber richtig Spaß. Also. Olle. Die regt sich erstmal eine halbe Stunde drüber auf, dass ich wieder gut würfel heute. Oder? Das macht die doch gar nicht. Nee, würde sie nie tun. Ich habe heute auch gut gewürfelt. Kommt vorbei und haut dir die Kasse nach hinten. Aber ich gebe dir ein paar Ideen hier, mit denen du auch nicht gerechnet hast, oder? Nee, aber das ist jedes Mal so, das ist nicht so schlimm. Ja. Ich tue dann einfach mal so, als würde ich nachdenken und überlege mir, will ich, dass der das macht? Und dann sage ich meistens, nee. Genau so. Tja, dann müsste ich mal kurz gucken im Regelwerk. Nein, Computer sagt nein. Also, du hast ein Stückchen Würfelzucker. Gut, ich denke, das hat sich dann hier erledigt, oder? Oder habe ich den Eindruck, dass ich was vermisse gerade noch, dass ich irgendwas anderes suche? Nee. Kann ich den Würfelzucker mir noch genauer angucken mit Perception? Oder besser nicht? Das kannst du durchaus. Klar kannst du es machen. Was ist das für eine Frage? Du musst auch dazu nichts würfeln. Sagen wir es mal, machen wir es kurz. Ich drück's einfach aus. Ist es das, wonach ich suche? Ja. Okay, gut. Dann habe ich, was ich möchte. Dann brauche ich, denke ich, hier auch jetzt gar nichts weiter zu tun, sondern stöpsel mich dann wieder aus. Mhm. Das sollte ja alles in Speed of Sound gehen, oder? Ich meine, oder Speed of Light eigentlich. Speed of Sound. Hier, meiner. Ja? Ja, ich sagte, solange du jammst, kannst du nichts in der Matrix machen. Wenn du dich eingestöpselt hast, hast du natürlich nicht mehr gejammt. Das heißt, die Nachricht ist inzwischen draußen. Ja, ich mache jetzt auch Hacken hinterher. Sehr gut. Du gehst runter und willst raus. Ich gehe runter und versinke in der Menge, denke ich erstmal. Dancing. She was the dancing queen. Warum fiel mir das selber ein? Sehr schön. trotz dieses wunderschönen Einfalls kann ich das leider nicht einfach so durchgehen lassen. Das dachte ich mir schon. Ich habe gehofft. Charisma und Sneaking und du kriegst Cat-like. Oh, danke schön, das ist aber nett von dir. Sneaking, Geschicklichkeit und 3 wäre normalerweise. Du sagst Charisma? Ich sag Charisma. Charisma und 3 und 2. Wow, das sind 11 Würfelsken. Kabam! Du bist Verteidiger. Okay. Hast auch nochmal Schwein gehabt, meiner. Aber gerade so 3 gegen 3 für die Zuhörer. Für Alex.
Genau. Der Typ, der vorher im Eingang hinzugezogen wurde, guckt sich nämlich gerade in der Menschenmenge um und checkt da was gegen und überhaupt und du gehst dann raus. Mhm. Achso, ja, du bist draußen. Ja, ich mache mich schon auch wieder auf den Weg zum Bumsbulli im Parkhaus, löse meinen Schein und ja, ich denke, das war's dann hier. Ich werde nach Hause düsen. Klang logisch. Mhm, klang logisch, ja. Cool. Das war noch besser, als ich gedacht habe. Weißt du was, den könnte ich dir eigentlich noch geben. Wen? Wir machen mal ein ganz kurzes Crossover und da muss ich mir das mal ganz kurz aufschreiben. Ein Crossover? Also, es verhält sich dergestalt, dass du nach Hause fährst, bliblablub. Und was zu sehen ist, ist unweit deiner Wohnungstür, nämlich gegenüber an der Straßenlaterne. Da hängt jemand. Das ist an sich schon unschön. Moment, hängt wie aufgehängt? Ja, er hängt nicht herum. Unschön ist vor allen Dingen, dass du den Typen schon mal gesehen hast, was immer so ein bisschen unangenehm ist, und B, dass er aussieht, als hätte man in seinem Körper herumgewühlt, wie in, wo wühlt man denn rum? Müllsäcke, wie in einer Pinata. Oh, schön. Hm, und woher kommt mir der bekannt vor? Mach mal bitte Erinnerung. Oh, zwei Erfolge. Der Typ, den ihr gesehen habt, ne? Der Fedor, der da rauskam, der Fleischer. Hängt ich glaube, den hat's hart zerlegt, ja. Oh, shit. Da wird jetzt aber keine Signatur von Falcons dranhängen, so nach dem Motto, ha! Du weißt wenig über Gangs, aber du hast es ja damals bei dem Fall dieser Pseudoschieberin mitbekommen. Die ziehen ja lieber Leute an Motorrädern durch die Stadt, bis sie nicht mehr rennen können. Ja, so sieht er nicht aus. Nee. Sieht eher so aus, als hätten die Fleischer selbst ein Exempel statuiert. Na, die suchen ja immer gerne nach Cyberware an Körper und wenn sie nichts finden, ist es halt ein bisschen blöd gelaufen. Ah ja, das würde man auch erklären. Obwohl man nicht genau erkennen kann, ob sie was gefunden haben. Ja, könnte ja sein, dass er irgendwas in der Pinata drin war, ne? Wenn man lange genug sucht, findet man immer ein Bonbon. Ja, wenn man die Milz rauskratzt zum Beispiel. Siehste, da hätte ich mal geguckt, ob da noch eine Milz drin ist vielleicht für mich. Ne? Willst du nachgucken? Nee, sicherlich nicht. Ich mache ja viel Scheiß mit, aber das ist dann doch ein bisschen zu arg vielleicht. Frag Jojo. Ich heiße guck nicht mal Jojo. Die, hier ist sie. Guck mal, die Milz, die könnte bei dir passen. Passt das überhaupt mit ist es, Ork ist, und Elfe? Egal. Ach, das ist ein Ork, was da hängt, ja? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es ein Mensch oder ein Ork war. Es ist ab jetzt ein Ork. Cool. Und der hat auch ein abgeschnittenes Ohr. Ja. Immer noch. Nicht nachgewachsen. Sowas. Nee. Scheiße. Puh. Willst du mal eins abgeben? Nee, meine Ohren Schade. Passen dem ja gar nicht. Sieht so sie ja auch scheiße aus, hast recht. Komisches Ding wäre das. Was bist du? Ein Mischling zwischen Ork und Elf. Ja, nee, scheiße. Nicht gut. Denkt sich Billy und wurkst so leicht vor sich hin, Selbstbeherrschung und gibt dann schnurstracks in ihre Wohnung. Sehr gut. Also es ist auch so, dass es ist ja noch Sommer, ne? Ah, August ist noch richtig schön warm. Mhm. Aus irgendeinem Grund hat trotzdem niemand Bock, jetzt noch so sein Fenster zu öffnen. Viele haben auch irgendwas davor gehangen oder Jalousien, wenn sie besitzen, runter und so. Also die Leute, auch auf der Straße ist relativ wenig los. Die haben gerade nicht so viel Bock irgendwie da, ihr Gesicht zu zeigen. Falls jemand vorbeikommt, ich weiß auch nicht. Ich gucke auch erstmal in meiner Wohnungstür, ob die irgendwie manipuliert wurde. Ich habe ja schlechte Erinnerungen an den letzten Besuch bei Jojo. Mach mal bitte Wahrnehmung. Echt? Ja. Oh, fuck you. Hä? Minus 1 ist ja klar, ne? Ja, int 4. Wieso minus 1? Weil ich du Apes hast. Ephedrin drin. Ah, stimmt. Dann nicht. Vergesst doch sowas. Ich bin schon froh, dass ich ans minus 1 denke. Nochmal zwei Erfolge hinterher. Du siehst keinerlei Manipulation. Ich guck mal, nee, ich guck nicht. Ich mach meine Wohnungstür vorsichtig auf, mit der Waffe gezückt. Du siehst nicht, dass irgendetwas verändert wurde. Ich gehe in jeden Raum vorsichtig und stoße die Klotür mit dem Fuß auf und so Sachen. Kennt man ja, was man so macht. Mhm. Du findest keinerlei Veränderung in deiner Wohnung. Oh Gott. Wenn du das sagst, das gefällt mir gar nicht. Du findest keine Person, nichts steht an einem anderen, soweit du dich erinnerst, an einem anderen Ort. Ich gehe davon aus,
dass zumindest ein paar Geräte bei dir haben automatisch irgendwelche Kameras. Da wurde nichts aufgezeichnet. Also es sieht eigentlich alles relativ safe aus. Du siehst keine Fußabdrücke, du riechst keinen Gestank von Melonschmalz oder so. Also. Melonschmalz. Sehr schön. Ja, und das? Ja. An, ne? Der war gar nicht so Was? lange her. Was war nicht so lange her? Der Run, jetzt im Wald. Welcher? Ja. Da warst du auch schon voller Ephedrin. Nee, ich war nicht voller Ephedrin. Ich hatte nur da eine kleine Dosis Ephedrin am Vortag genommen. Aber sag mal, Ephedrin, ne? Das macht doch Ach abhängig. Quatsch, das ist ein Stimulant wie Kaffee. Und Kaffee macht nicht abhängig. Mich nicht. Also mich, den Spieler nicht. Dann bist du ein medizinisches Wunder. Kaffee und Koffein macht nämlich abhängig. Mach mal bitte Selbstbeherrschung. Echt? Sonst brauchst du ja den Nachteil nicht. Oh. Wenn du es immer mit Ephedrin aushebeln kannst, oh, da könnte ja jeder kommen. Zwei Erfolge. Es wäre mal günstig zu gucken, was das für ein Dings hat. Hier, nee, ich mach's anders. Ich glaube, Stimulantien haben irgendwie so. Machen Okay, mich passt. nervös dann eventuell manchmal, ne? Passt. Du bist noch, du hast es noch im Griff. Ich werde das irgendwann mal nachschlagen. Das schreibe ich mal lieber auf. Ja, so Sachen schreibst du wieder auf, ne? Und ob ihr Comlinks einpacken und Knarren, schreibst du ja nicht auf. Sackratte! Ich Das lieb heißt nicht, dich. dass ich nochmal auf diesen Zettel gucke, aber ja. Das ist der, wo nachher dann das Kaugummi drin landet. Genau. Schön, ja, klasse. Also in deiner Wohnung sieht es nicht aus, als wäre jemand da gewesen. Okay. Weißt du, was ich hätte mal machen sollen? Ich hätte mal Jojo fragen sollen, ob irgendwas von den Fletcher-Sachen, die sie sich gezogen hat, ob sie mir da mal eine Kamera noch irgendwo hinbauen kann, die aufzeichnet, so ein Scheiß. Sollte ich mir mal aufschreiben, dass ich das mal tue. Das solltest du Gut. tun. Was wird denn jetzt sein? Jetzt wird's, keine Ahnung, wie spät. Noch Ich bin nicht um so halb. spät, die müssen ja 0 Uhr raus sein, ne? Ja, ich meine, ich bin ja um 1:30 aufgewacht, hast du gesagt. Hab gesagt, wann du aufgewacht bist? Ach Ja, ja, du hattest es nachts, ja, stimmt. ja. Ja, aber du konntest ja erst, ne? Also am späten Abend, das Ding hat irgendwie so 18 Uhr auf, bla bla bla, da haben wir halt hart gesprungen. Ja, richtig hart Aber es wird, gesprungen. ich würde sagen, so irgendwie, es ist 22:10 Uhr. Also noch richtig früh. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt musst du mich gerade nochmal erhellend begleiten hier. Der, also die, das Babel hat gesagt, was ich mit dem Schlüssel machen soll, dann, wenn ich ihn hab. Nö. Ich soll einfach mir den Schlüssel nur holen. Das war die Ansage, oder Das was? war erstmal die Ansage, das ist vollkommen richtig. Du weißt auch, ich meine, den Schlüssel, den steckt man meistens in ein In ein Schloss Schloss. oder in eine Hosentasche. Ich guck doch mal ganz frech, ob ich irgendwas rauskriege über irgendeine Gruppe. Ich meine, ich habe ja Technomancer und die Politik und auch die, wie heißen sie denn gleich wieder? Otakus. Geschichte, ne? Otaku-Geschichte, Moskau und so weiter. Dann sollte ich doch wissen, wo eventuell Zuckerstück und Schlüssel passen sollte. Also, wo das mich hinführen könnte, oder? Gott, bin ich ein Metagaming-Arschloch, Alter. Ja, ich tue wieder so, als würde ich nachdenken. Ah, okay, du überlegst, wo du gerade die Quellen hast, um das alles nachzugucken, bla bla bla. Als du ein kleines Krabbeln also AR-Krabbeln, VR-Krabbeln, was auch immer, VR Matrix-Krabbeln bin ich gerade. an deinem Fell spürst, so an deinen Beinen. Ich schaue natürlich, was das Krabbeln ist. Ameisen. Wenn Die ich an von dem. Ameisen spreche, dann meine ich Ameisen, wie Disney sie zeichnen würde. Große, liebe Augen, kullerig und irgendwie so proportioniert, dass sie fast menschliche Gesichtszüge haben könnten, aber zumindest so, dass sie nicht ekelhaft sind. Alter, Also was ist denn das, was das manche als ekelhaft bezeichnen. für eine Gay-Gruppe, der ich da beitreten soll, Alter? Überleg mal, was du gerade gesagt hast und dann frag mich nochmal. Hä? Wieso? Gay-Gruppe? Ich dachte, das passt ganz gut. Mit mir? Tranny, Gay, Intersexuality, Alter, was für Vorurteile Asexuality. du hast, ey, das ist echt zu schade. Das verstehst du alles nicht. Du musst das mal transzendieren, Ich muss das mal transzendieren, Alter. Das Wort passt da nicht mal. Doch, Transgender, transzendieren, meine Fresse, was muss ich hier alles vorkauen, du Luschi? Ah, Alter. weit hergeholt. Iu. Ah, nee, nee, nee. Ich hab keinen Scheiß gewürfelt, das ist Flummis Ding. Ich würde sagen, er war hier sehr angebracht. Okay. Ich schüttel die Ameisen von meinem Bein ab und folge der Ameisenspur, die hoffentlich irgendwo lang führt. Okay, du schüttelst die Ameisen von deinem Bein ab. Sie
Ja, genau. Sie formieren sich am Boden zu einem kleinen Hügelchen, also sie krabbeln auch übereinander und der Hügel reckt sich so ein bisschen in deine Richtung, aber es gibt keine Spur. Um mit Flummis Worten zu sprechen, und was wollt ihr, Bistviecher, jetzt von mir? Sehr gut. Hat sie da Copyright drauf, oder? Nee, ich glaube, da hat sie kein Copyright drauf, aber bald. Zu schade. Um auf deine Frage zu antworten, zwei der Ameisen lösen sich und tippen dir mit ihren Fühlern gegen die Fuchszehen, Pfoten. Pfoten, ja, bitte Pfoten. Pfoten. Ich gehe mit meinem Gesicht nah an den Hügel herab, mit meiner Schnauze, meiner Fuchsschnauze. Sie halten sich krampfhaft fest, um nicht von deiner Nase weggepustet zu werden. Nein, ich atme nicht stark aus momentan. Das Atmen in machen sie der auch Matrix. nur. Ja, in der Matrix lebt doch alles, also atmet doch. Moment, nein. Egal. Ja? Ja, sie glotzen dich halt an. Und ein Ihr paar wollt mehr den lösen Zucker sich von mir? und tippen Ich dir nochmal reiche gegen die Pfote. den Ameisen den Zuckerst das Zuckerstück, Mensch. Gut. Ameisen bedienen sich natürlich herzlich an dem Zucker Schön. und krabbeln dann aneinander hoch, um so eine Art Tor, Tür, Schlauch, Tunnel, irgendwas aus diesem Zucker zu speicheln. Lecker. Lecker. Ah, dann schreitet Billy vage, aber doch mit beherztem Fuße dann durch das Tor. Portal. Hinweis. Wormhole. Ja. Geht nur VR. Ja, okay, Billy ist doch vorher, habe ich schon gesagt. So, das wusste ich natürlich, Na, aber zu Hause. das war ja trotzdem wichtig für dich, falls du dann wechseln willst. Was? Wechseln? Na, falls du dann in AR dort, wo du jetzt hingehst, wechseln willst, das geht ja nicht, weil da musstest du erst zurück und deswegen war das jetzt total und so ne, gekettet. Wichtig, wichtig, wichtig. Hast du absolut, Ja. hast du absolut recht. Total deep und so, ne? Nee, ich stimme dir auch voll und ganz zu. Ich hab noch eine Leber und noch zwei Nieren und ja. Nicht nach diesem Matrix-Aufenthalt. Also, und das habe ich gerade schon mal gesagt, aber nur vergessen, die Taste zu drücken, was relativ peinlich wäre, wenn ich es erwähnen würde, was ich aber nicht tue. Du gehst da durch. Ich kann's ja rausschneiden. Musst du nicht. Ich geh durch. Würdest du auch nicht, aber. Ich sag's immer nur um dich ruhig zu stimmen. Das habe ich schon mitbekommen. Ich mache das ja inzwischen auch so. Sehr geil. Wo ich, glaube ich, noch mehr wegmache als du, was aber jetzt auch völlig irrelevant ist. Du kommst Richtig. an. Nämlich Wo? woanders. Also, Wo? Punkt 1. Ja. Normalerweise in der Matrix bist du auf einem Knoten und meistens kannst du von der Knoteninformation sehen, wo der beortet ist, außer bei manchen, wie zum Beispiel Hosts, die ja nicht immer einen physischen Ort haben oder wenn die Knotenleute das nicht wollen, bla bla bla. Das kannst du ja nicht. Zweitens, du befindest dich am Rande eines kleinen Wäldchens. Schon wieder Wald. Immer Wald. Aber das ist ein anderer Wald. Das ist nämlich ein satter, grüner Laubwald. Wo du auch in einiger Entfernung eine Lichtung siehst. Also der ist nicht wirklich dicht, das ist eher wie, du hast eine Lichtung und der Wald darum existiert nur, damit es eine Lichtung gibt, sonst wäre es ja keine. Ja. Du siehst eine Unmenge und hörst auch eine Unmenge von Kleingetier, also Insekten, die alle, wie eben beschrieben, so ein bisschen niedlich sind. Andere Tiere, hier bitte nisch, und du hast auch so ein einigermaßen harmonisches Summen von dem ganzen Viehzeug. Außerdem gibt es natürlich keinerlei Insekten, die einander bösartig gegenüberstehen, sondern alle haben sich richtig lieb. Des Weiteren, der Wald wächst, beziehungsweise er, na, wächst ist nicht ganz falsch. Dort gibt es einfach zum Beispiel Bienen, die ja eigentlich irgendwie Nektar sammeln, die sammeln auch Nektar von irgendwelchen Blümelein. Allerdings bauen sie damit Bäume und Sträucher und einfach alles in der Umgebung. Steine, alles, einfach Moment, alles. die Bienen bauen Bäume, Steine und einfach alles? Auch die Okay. anderen Viecher, an Bienen konnte ich es am besten beschreiben. Also jeder holt sich irgendein Gedöns und macht damit anderes Gedöns, sodass die Ikonografie des Knotens wächst. Okay. Und ich sollte das vielleicht lassen. Was? Das mit dem Wext und Wäldchen. Den strangen Akzent, den du hast gerade. Ja. Peter Maffay. Genau. Der belgische Wanderwarze. War aber gar nicht belgisch. Sondern irgendwas anderes. Rumänisch? Nee, egal. Wie dem auch sei.
Billy ist erstmal verwundert jetzt. Das hört man auch daran, dass der Spieler verwundert ist. Und wird sich jetzt hier erstmal umschauen, wer denn die Bienenkönigin ist oder der, keine Ahnung, der dicke Bär, der rumliegt oder so irgendwas. Keine Ahnung. Irgendwer, der nach Chef aussieht. Alles klar. Das Gelände ist halt noch, ich meine, es wächst ja immerhin relativ klein. Du stellst fest, dass der Ort, der hier jetzt offenbar gebaut wird, hier noch nicht lange ist, aber aus dem sehr koordinierten Treiben der Insekten kann man annehmen, dass es vielleicht nicht das erste Mal gemacht wird. Da hat jemand gerade seinen Standort gewechselt kürzlich. Das möchte ich hätte es sagen. Auch kürzer sagen können, macht mir aber keinen Spaß. Du bist ja auch eine Frau. Das könnte unter Umständen sein. Du hast das ja selbst schon gesagt, ich möchte dich jetzt auch gar nicht damit beleidigen. Machst du auch? Also wenn du hier sagst, dass man, dass Frau eine Beleidigung ist, ja? Nö, was würde Alex nicht davon halten? Würde mir in die Fresse hauen. Achso, ja, stimmt, das war das. Oder dir in die Eier treten. Oder mir die Augen auskratzen. Das ist so Klischee. Vielleicht würde sie auch eine Schrotflinte nehmen und dich wegballern, unabhängig davon. Nö, ist ja nicht Jojo. Ja. Stimmt. Du findest Chef, hast du gesagt. Also auf der, natürlich auf der Lichtung, oder? Ist klar. Muss ja in der Mitte der Lichtung sitzen, oder? Es ist nicht genau die Mitte, aber da die Lichtung der Mitte, die Mitte des ganzen Gebiets ist, kann man quasi sagen, in der Mitte ist der Imker. Der Imker ist, ja, wie soll ich den beschreiben? Das ist halt der Imker. Das heißt, von dem ist nicht viel zu erkennen, außer diese tolle Schutzkleidung und der gigantisch geile Hut. Und die Pfeife. Und die Pfeife, natürlich. Danke. Genau. Der Imker impft nicht, sondern steht da einfach rum und guckt sich an, das bunte Treiben da, weißt du? Okay, ich nähere mich ihm mit erhobener Hand zum Gruße. Mit erhobener Pfote, Hand Pfote, zum Gruße. Pfote. Nee, es ist okay, ich dachte nur gerade an etwas. Warte mal kurz. Musst du jetzt lachen? Das auch. Sehr schön. So, TS, Link. Oh, warte. Das ist die zweite Persona auf der Lichtung. Tja, Beschreibung. Kristalle, die sich zu einem Rhombus zusammenformen, der in der Mitte irgendwie sowas wie ein Gesicht haben könnte, was wie Transformers-Logo aussieht. Das finde ich jetzt aber relativ beleidigend. Kristalle gehe ich ja mit, aber ich habe das irgendwann nach 5 Minuten hingucken so verstanden, dass unten die Beine sein könnten, die so halb in so Meditierpose sind und dass oben vielleicht der Oberkörper und dann da so ein halber Kopf rausguckt oder so. Und was sind die zwei Kristalle jeweils auf der Seite? Sind das seine Schulterpolster oder was? Oder fällt der auseinander, der Kollege? Das sind die Seitenkristalle. Das haben Kristallwesen an sich. Die haben keine Arme, die haben Seitenkristalle. Okay, ich werde es einfach in unser Video einlinken, okay? Ja. Dann kann sich der geneigte Zuhörer selbst... Alex. Ja, Alex. Ich nenne ihn auch immer wieder gerne der geneigte Zuhörer. Das ist aber voll sexistisch. Nee, es ist genderlos. Noch. Also, das ist da auch noch, das ist die zweite Persona, die nicht, also diese ganzen Insekten, die sind nicht nur Ikonografie, die sind auch irgendwas, aber die sind auf jeden Fall keine Persona und das sind die einzigen beiden Personas. Sag doch einfach, dass es Programme sind. Oder halt Sprites. Es sind keine Programme, es sind auch keine Sprites, es ist halt etwas. Das, wenn ich sage etwas, meine ich, Billy weiß auch nicht, was es ist. Okay. Ja, ich nähere mich den beiden. Hallo. Wenn ich jetzt was sage, ist es erstmal nur der Imker, ne? Okay. Oh, hallo. Schön habt ihr es hier. Man braucht immer eine Weile, um sich einzuleben, aber es wird, es geht doch immer schneller. Ja, mit der Zeit kommt die Erfahrung, nicht wahr? Kann man so sagen. Du musst der Neuzugang sein, den Babel uns angekündigt hat. Ja, ich denke mal. Das freut mich. Ich bin der Imker. Hallo, man nennt mich Foxy. Sehr erfreut. Da drüben ist gerade irgendwie in sich versunken. Macht er öfter. Das ist Didi, weiß auch nicht, wie der wirklich heißt. Weiß auch nicht, wie ich wirklich heiße. Jedenfalls hier. Ich glaube, ich heiße der Imker. Das ist okay so. Also Didi und Imker? Deli. Ach, Deli. So wie Deli Rama und sowas. Zum Beispiel. Okay. Sure. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert, muss ich dir sagen, Imker. Ich weiß nämlich gar nicht genau, warum ich jetzt hier bin. Ich weiß nur, dass mich Babel hergeschickt hat, den Schlüssel erstmal gesucht hat und dann meinte, ich würde euch hier treffen und wir uns mal wohl unterhalten sollten über momentane Situationen, die abgehen. Tja. So mit uns. Also bei uns beiden, zeigt auch den anderen, war es so, dass
Also ich habe jemanden gesucht, weil ich vieles nicht... Naja. Er hat jemanden gesucht, oder ich sag immer er. Er hat jemanden gesucht, weil es völlig neu für ihn war, dass das Leben als Technomancer, um alles zu verstehen, um sich einzuleben und so weiter und um was zu lernen. Und ich habe jemanden gesucht, Gesellschaft, weißt du? Also ich meine, ich kannte keine anderen, deswegen. Gleichgesinnte einfach. Genau. Die Frage ist halt, was du gesucht hast. Oh, Gesellschaft ist immer was Tolles generell und vor allem versteht man sich ja irgendwo so untereinander ein bisschen, kann sich austauschen. Aber ich glaube, momentan geht es mir darum, dass, weiß ich nicht, uns mal ein bisschen zusammenbringen wegen... Ich bin eigentlich jetzt auf euch gestoßen, beziehungsweise Babel hat gesagt, ich soll nach euch speziell suchen wegen eminenter Gefahr. Deswegen. Okay. Hast du schon mal mit anderen Technomancern geredet? Nicht bewusst. Okay. Folgendes. Das war sehr, 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 sehr interessant, als ich mit Deli mich getroffen habe. Ich habe immer gedacht, wenn ich einen Technomancer treffe, dann versteht er mich. Aber wir beide haben ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen von der Matrix und wie wir was tun und was, wo, wie passiert. Und das ist manchmal ein großer Streitwagen und so weiter. Wir beide wurden von Babel erwählt, aber trotzdem total, ich meine, Babel ist ja Pluralismus. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was du mit imminente Gefahr meinst. Okay, ich zeige ihm das Bild von dem Mann ohne Gesicht mit der Melone. Und sag, hier. Das ist wohl jemand, der auf der Jagd nach mir jetzt speziell war und wohl nach anderen Technomancern nach Ausschau hält. So wie ich das jedenfalls verstanden habe. Als du das Bild zeigst, die niedlichen kleinen Insekten zeigen jetzt kurz ihre Beißwerkzeuge und gucken böse zu dem Bild, so in halber Angriffsstellung. Okay. Abwartender Angriffsstellung. Kannst du mir... das hat dich angegriffen. Ja, und zwar ziemlich auf eine ziemlich hintertückische Art und Weise. Erzähl mir doch bitte die Geschichte. Nun ja, ich dachte, ich wäre eigentlich aufgewacht gewesen an dem Tag, war aber tatsächlich nicht aufgewacht. Also es heißt, ich war eigentlich noch am Schlafen. Und ich wurde von Gestalten aus, naja, sag ich mal, aus vergangenen Tagen heimgesucht, die eigentlich tot sind, wie ich weiß. Und ich wurde quasi mit einem Traum beschäftigt, der für mich sich als, naja, als Realität offenbart hat, sag ich mal. Und ich musste dann erst den Typen derartig Data spiken, dass er quasi ausgenockt wird, um festzustellen, also im Bett aufzuwachen, wo ich eigentlich gedacht habe, dass ich 2 Stunden zuvor aufgewacht bin schon. Das heißt, ich habe eine Realität vorgespielt bekommen in einem Traum, in VR, ohne zu wissen, dass ich VR bin. Wild Russian, jetzt mit Inception. Ja. Siehst du, das wäre der perfekte Einstieg für die neue Session gewesen. Ja, ist mir nicht eingefallen. Also, schade. Finster haben wir gesagt, ne? Auf jo. Der Lichtung. Licht durchflutet, ein kleiner Wasserfall, Quelle, wunderschön. Vögel singen. Riecht, ja. Nein, keine Vögel. Keine Vögel, tut mir leid. Ameisen singen. Also, so Maikäfer brummen und das Schwirren und so, es ist schon wirklich sehr idyllisch. Ich war jetzt eher bei den 7 Zwergen hinter den 7 Bergen. Oh ja, wir müssen einfach Schneewittchen ins Feuer werfen. Schön. Ja, schon Ketitsche, worauf wollten wir hinaus? Genau. Bretter aufgenagelt, Erbse aufs Brett genagelt. Ich glaube, darauf wollten wir hinaus. Also, der Imker meint. Ja. Ich hatte auch schon ganz kurz, ich glaube, mit dem Ding zu tun. Ja. Nicht so schlimm wie bei dir offenbar, aber schlimm genug. Was? Und erzähl doch. Also ich bin mir nicht sicher. Ich habe Babel da auch nicht verstanden. Ich denke mal, du hast dich auch gewandt an Babel. Natürlich, deswegen bin ich ja hier. Das sagtest du schon, Entschuldigung. Kein Problem. Kein Problem, du Vollidiot. Ist ja auch alles so aufregend. Sagt Billy auch gerade. Ist ja auch so aufregend gerade. Ne? Schön. Ich würde dir gerne die Emotionen des Imkers beschreiben, allerdings hat er halt sein geiles Ding da drauf. Ich wollte damit aufhören. Pass auf, was er eigentlich meint ist, genau, also ich habe
natürlich auch Babel gefragt und ich habe nicht ganz verstanden, was es jetzt damit auf sich hat. Aber bei mir war es so, ich habe Daten, ich habe aus dem Netzwerk geschöpft und habe Daten gesammelt, um sie dem metamenschlichen Netzwerk quasi wieder zuzuführen, um das Netz, um einige Löcher im Netz auszudichten, quasi abzudichten. Und ich hatte das Gefühl, dieses Ding ist total das Spiegelbild von Babel. Es ist genau das Gegenteil. Vernichtung von Informationen und irgendwie Zerstörung von Teilen des Netzwerks und einfach nicht direkt Chaos, sondern gezielte Korruption von genau, von allem das, was irgendwo Babel ausmacht. Ja, es scheint sein Gegenspieler zu sein, den wir da auf der Schliche sind, um vielleicht auch etwas dazu sagen. Ich bin gerade momentan seit einer Weile auf der Spur von etwas und bin da sehr viel am Datensuchen und habe auch festgestellt, dass die Daten gezielt zerstört wurden, die ich suche, und nicht nur mit Programmen und einfach so ein bisschen löschen oder so irgendwas, sondern tatsächlich gezielte Zerstückelung und Verfälschung der Daten gelaufen ist. Vielleicht ist das der gemeinsame Angriffspunkt hier. Okay. Also. Ja. Das hier, also wir beide bisher, wir sind unser kleiner Treff. Wir wollten uns eigentlich einen Namen geben, aber irgendwie haben wir das noch nicht. Wir waren uns noch nicht eilig. Meistens ist Dili auch ziemlich schweigsam. Auf jeden Fall, wir haben beschlossen, dass wir diese Art von Zerstörung und Vernichtung bekämpfen wollen. Das war ein schöner Beschluss. Jetzt müssten wir noch rausfinden, wie. Zur Quelle gehen? Das erweist sich als äußerst schwierig. Weißt du, was die tiefe Matrix ist? Oder die tiefe Resonanz? Nee, ich nicht wirklich. Alles, was wir von der Matrix sehen, ist die... Wir sehen ja schon so viel mehr als die anderen Metamenschen, aber es gibt noch viel tiefere Schichten, dort, wo die Sprites geboren werden, dort, wo alles zusammenläuft, unendliche Bibliotheken mit allem Wissen, was jemals in der Matrix war, und Dili meint, mit allem Wissen, was in allen Köpfen der Menschen war, ich weiß nicht, ob, aber egal, dort, wo das Netzwerk seinen Ausgangspunkt hat, dort, wo einfach alles ist, in jedem Raum ist das, es ist eigentlich unbeschreiblich, es ist alles. Und dort gibt es auch Ebenen, glaube ich, wo das Netzwerk korrumpiert wurde und wo solche Wesen entstehen wie dieses da. Und dort kommt man nicht einfach hin. Aber dort, man muss quasi, glaube ich, also ich glaube, wir alle, wir Technomancer haben einen Teil von uns in diesen tiefen Hallen und das, dieses andere Wesen auch. Und diesen Teil müsste man zerstören, um es endgültig auszulöschen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Also die Falten aufsuchen sozusagen. Das Zwischending zwischen der sichtbaren Matrix. Also das ist was mir jetzt zu dem einfällt, was du sagst. Ich wurde einmal von Babel wo mit hingenommen, wo man nicht so einfach mit hinkommt. Das ist weit entfernt von dem, was wir normalerweise erreichen, so wie ich es erklärt bekommen habe. Aber wie man genau hinkommt, weiß ich nicht. Das ist das Problem, was sich auch uns offenbart hat. Aber wir suchen noch nach einem Weg zu diesen Orten, weil ich meine, unbeschreiblich, wie schön das dort sein muss, was es dort zu entdecken gibt, das müsste ja alles sein. Ja, aber alles Schöne ist, hat auch alles Hässliche mit drin, oder? Und dort wäre dann quasi der Ort, wo wir hin müssten, um dieses Wesen zu vernichten. Meinst du, das können wir auch vernichten? Ich meine, wo es Schatten gibt, gibt es auch Licht und umgekehrt, oder nicht? Ich denke, eins kann nicht ohne das andere existieren. Aber es sollte definitiv Einhalt geboten werden und vor allem möchte ich nicht mehr bei nachts aufgeschreckt werden und in einer Halluzination gerade mich befinden. Ich habe schon so genug zu kämpfen mit dem ganzen Thema, ohne dass ich irgendwie nachts aufwache und denke, dass ich durchdrehe. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das Ziel wirklich Vernichtung ist, aber sagen wir es mal so, einen Fuß reinsetzen und erzählen, hey, mit uns nicht. Was du weißt du, was du bekämpfst, das wirst du. Ja. Und das möchte ich eigentlich nicht. Aber dieses Ding war so falsch. Ich meine, wo Licht ist, ist auch Schatten. Es gibt auch Sprites, die mir sehr unangenehm sind. Manche haben mich angegriffen, weil ich vielleicht gegen irgendwas verstoßen habe, was die so kennen. Das ist mir alles klar. Aber das war mutiert auf eine Art und Weise, die ich auslöschen muss.
Wenn ich kann. Wenn du kannst, ja. Ich weiß nicht, ob wir das können generell, aber ich möchte besser verstehen können auf jeden Fall, was es ist und warum es uns heimsucht oder mich oder und dich oder Daily vielleicht auch. Ich weiß ja nicht, der sagt ja nichts. Irgendwann wirst du nochmal das Vergnügen haben, mit Daily zu sprechen und ich glaube, du wirst dann viel zum Nachdenken haben. Egal, auf jeden Fall, Daily meinte dazu, dass wir, also wir Technomancer als Informationsbrunnen, dass wir quasi die Information vergießen und dass deswegen dieses Wesen angelockt wird von uns, wenn wir wichtige Informationen anhäufen, die vielleicht wichtig sind für die Metamenschheit, wichtig sind für Babel, dass es dann angelockt wird und das bekämpfen will, quasi unser Tun. Das ist eine Theorie. Aber macht Sinn. Irgendwie schon. Auf jeden Fall einen Fuß reinkriegen halte ich auch für gut. Ich weiß auch nur noch nicht wie. Normalerweise läuft es in den Triwitz immer so ab, man muss einen Köder auslegen. Das heißt, wir kümmern uns um eine ausgedehnte Datensuche und versuchen, was rauszubekommen und machen einfach da weiter, wo wir sind und locken ihn somit weiter an. Was hältst du denn davon? Gefährlich. Ja, nicht ohne Vorbereitung und nicht ohne Plan, logischerweise. Aber wenn wir ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen können, dann ist es wenigstens so zum Schluss. Weiß nicht, wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, einen Code ausmachen können, wie wir uns verständigen können und dann, wenn einer in Schwierigkeiten ist, kommen die anderen dazu und wenn wir ihn quasi mal eine eingefahren haben, dann verfolgen. Beim letzten Mal habe ich ihn, wie gesagt, so dermaßen gedataspiked, dass er direkt sich zurückgezogen hat. Und ich weiß, den Ort, wo er sich zurückzieht, können wir ihn nicht verfolgen. Wer sagt das? Wir können nicht in diese tiefen Räume und ich glaube, wenn dort die Sprites geboren werden, dann auch dieses ein Sprite, ich weiß nicht, aber Babel ist auch kein Sprite. Du kannst nicht Babel mit einem Sprite vergleichen. Und wenn er der Gegenpart zu Babel ist, dann ist er ein höheres Wesen einfach nur. Einfach nur in Anführungszeichen. Dann ist er ein höheres Wesen. Die Frage ist, ob er wie Babel ist oder ob er vielleicht ein korrumpierter Sprite ist. Und dann, wenn er so ist wie Babel, dann haben wir absolut keine Chance. Dann müssen wir einen Thread zusammen machen, oder nicht? Ausgeben, bitte was? Threading, zusammen, threaden. Improvisieren meinst du irgendwas da? Ja, nee, hier, zusammen, threading. Ich meine, du kannst auch Sachen threaden. Und jetzt bitte in Deutsch. Ich weiß es nicht, ich hab's deutsche Regelwerk nicht, immer noch Leo. Nicht. Leo. Achso, na, das sind die komplexen Formen. Threading ist doch. Nee, nicht immer eine komplexe. Weiß ich nicht. Threading? Ich dachte das. Siehst du mal, Sprachbarrieren. Ich hab bisher von dir so englische Worte wie Rimming gelernt, aber. Ne, das ist wieder Rimshotting und so. Nee. Guck jetzt im Regelwerk. Aha. Quasi. Warte. Du kannst doch threaden. Du kannst doch Sachen threaden. Jetzt muss ich gerade wieder das Regelwerk nie aufmachen. Das tut mir so leid. Tut's dir eh nicht. Und das stimmt. Im Englischen auf Seite 251. Naja, das sind komplexe Formen. Das ist das, was du, wo du, ja, zum du kannst, Beispiel. Eine komplexe Form kannst du threaden. Genau. Spezieller Effekt auf der Matrix, den du gelernt hast zu performen. Jetzt verstehe ich ungefähr nicht, worauf du hinaus willst. Es ist wie ein du kannst ja auch einen Sprite compilen. Mhm. Kannst du ja auch einen. Ah ja. Also es ist wie ein Sustain. Es ist wie ein Sustain auf einen Zauber. Also sprich, wenn du einen Zauber aufrechterhalten musst. So kannst du auch eine komplexe Form threaden oder halt. Ja, aber was hatte das damit zu tun? Du hast gesagt, threaden kann man gemeinsam, wenn der kommt. Und dann verstehe ich nicht ganz, was du genau meinst. Also unsere Angriffshandlung erstens zusammenlegen und zweitens zum Beispiel einen Spürhund zusammen dann kompilieren. Du meinst sowas wie, ihr wollt Zusammenarbeit mit euren Matrix-Sachen, um den Hart zu zerlegen. Richtig. Aha. Siehst du, wenn das Wort Hart zerlegen vorkommt, weiß ich dann plötzlich Bescheid. Dann schnackelt's bei dir. Das ist ein Wort. Dr. Schnagels, was? Okay, Kräfte zusammenlegen, natürlich. Weißt du, wenn einer von uns in Schwierigkeiten ist, dann brennen wir das Batman-Logo in den Himmel und dann kommt der Rest von uns angedackelt. Und dann müssen wir halt unsere. Das letzte Mal habe ich mit zwei Sprites gegen ihn gekämpft. Und er hatte noch einen von seinen Sprites, die aber ein falsches Gesicht angenommen haben, um mich quasi zu verschrecken und zu verängstigen. Und
dann konnte ich ihn halt, wie gesagt, über einen direkten Angriff komplett ausnebeln. Das wird wohl, Babel hat es mir gesagt, das wird wohl beim nächsten Mal nicht so einfach werden. Er wird sich besser vorbereitet haben. Er hat mich wohl krass unterschätzt. Aber wie gesagt, deswegen hole ich mir jetzt halt Verstärkung mit euch. Und ich höre ja schon von dem, was du sagst, dass ihr auch schon Bekanntschaft mit ihm gemacht habt, mehr oder weniger. Also du jedenfalls. Ich weiß ja nicht, wie es für Daily aussieht. Zumindest hat er da nichts dazu gesagt. Kannst du denn nicht mal wachrütteln, dass der uns hier... Oder hört er uns vielleicht schon zu und sagt nur nichts, weil er uns doof, also mich doof findet? Vielleicht mag er mich gar nicht. Sagen wir es mal so. Du und ich, wir leben in zwei Welten gleichzeitig irgendwie. Und bei Deli habe ich das Gefühl, vielleicht in vier, fünf gleichzeitig. Man kann versuchen, ihn wach zu rütteln. Und er ist unheimlich verlässlich. Und wir haben viel voneinander gelernt. Aber wenn er in diesem Zustand ist, in dem er sich jetzt befindet, dann weiß ich nicht, dann müsste schon der Knoten abstürzen, auf dem wir das hier gerade haben, damit er irgendwas merkt. Was hältst du denn davon, dass wir uns einfach mal zu ihm setzen und auch meditieren? Hast du das schon mal versucht? Ich meditiere nicht. Also ich habe das versucht am Anfang, als ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, diese ganzen Insekten, die bauen für mich das Netzwerk. Also für mich ist das alles ein Netzwerk, in dem die kleinen Fäden große Veränderungen bewirken und so weiter, indem ich halt die Fäden spüre und das, was dranhängt. Und meditieren war da irgendwie, ich weiß nicht, ich webe irgendwie. Aber... Nee, ich möchte... Darum geht's nicht. Es geht mir gerade um was anderes. Babel hat dich gesandt. Babel hat festgestellt und dich auserwählt, dass du zu uns passt. Und das ist absolut... Dann ist das natürlich auch so. Okay. Wir sind jetzt diese kleine Gruppe. Wir helfen uns gegenseitig immer, wenn wir in Nöten sind. Wir versuchen uns gegenseitig Dinge beizubringen. Wir haben beschlossen, dieses Ding zu bekämpfen und seine Auswüchse, wenn wir das können. Das ist der schwierige Punkt. Wir müssen uns als Gruppe vor der Außenwelt geheim halten, um jeden Preis. Ich weiß, mit Babel ist das immer so eine Sache, aber für unsere eigene Sicherheit, du weißt, wie es war mit den Otaku und mit den zu Beginn der Technomancer-Zeit, Verfolgung und so weiter. Jo. Wenn du unsere Gruppe beitreten möchtest. Klar. Warte. Tut immer gut, wenn man sich Gleichgesinnte von Zeit zu Zeit mal zuholen kann. Was heißt von Zeit zu Zeit? Ich meine, das ist halt, wenn einer nöten ist, dann springen wir. Das ist klar, nee. Das verstellt sich von selbst. Okay. Ah, genau. Das beste und längste Gespräch, was ich mit Deli hatte. Es ging 4 Stunden. Er redet langsam. Auf jeden Fall, was für Daten, also uns beide geht es irgendwo um das, was man Daten nennt. Für mich, weil das Netz halt ausgebaut wird und für ihn, weil er sagt, die Informationsbrunnen müssen fließen und was weiß ich, wie du das betrachtest. Aber Babel, Daten sollen frei sein, aber manchmal bringt man sich mit Daten in Gefahr. Wir haben für uns folgenden Weg beschlossen. Wenn wir Daten finden auf die eine oder andere Art, wo es die wirklich für die Menschheit, für die Metamenschheit interessant sind, zum Beispiel Schmiergeld, das dazu führt, dass in einer Kindertagesstätte weniger Geld ist und dafür irgendein Typ ein neues Auto hat. Oder geheime Machenschaften von irgendeiner Gang, die dazu führen, dass viele Leute sterben müssen. Irgendwas, was für viele Menschen wichtig ist, dann versuchen wir das oder dann veröffentlichen wir das auch. Aber sowas wie Konzern XY hat ein neues Projekt und bringt bald eine neue Spielzeugdrohne auf den Markt. Wir müssen auch von was leben. Und sowas verkaufen wir tatsächlich, weil es für die Menschheit nicht wichtig ist, wie genau diese Drohne beschaffen ist. Denn sie wird verkauft vom einen oder vom anderen Konzern. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist unsere Einstellung dazu. Ich hatte gerade erst das Gespräch mit einer lieben Freundin von mir und ich sag's dir so, es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich habe meine kleineren Beiträge schon mit Babel hinter mir und habe auch Sachen veröffentlicht, aber manchmal aus persönlichen Interessen heraus publiziere ich Sachen nicht, die einfach Leute in Gefahr bringen würden in der physischen Welt, die ich nicht in Gefahr haben möchte.
Und ja. Ich stimme dir zu, also wenn es irgendwelche Sachen gibt, wo wir Kohle rausziehen können, weil es sich halt gerade anbietet und keinen größeren Schaden anrichtet. Und glaub mir, AAA-Konzerne gehen mir am AAA vorbei. Solange ich mich nicht irgendwelchen krassen Gefahren dann aussetze, mache ich da mit. Aber wie gesagt, es gibt teilweise Grenzen, wo ich sage, tut mir leid, kann ich nicht. Oder können wir da nicht tun, weil Person XYZ ist dadurch in krasser Gefahr, wenn ich so ein Wissen habe, weißt du? Ja. Weißt du, Alter? Ja, das muss ich sagen, der Fall, der kam bei uns noch gar nicht so vor, aber dann vor allem dieses... Das bin ich. Aber vor allem dieser Fall, was muss einfach für alle bereitgestellt werden, kostenlos, und was kann verkauft werden, das war für uns sehr schwierig. Und da haben wir halt, okay, wenn es viele Menschen betrifft und interessiert und wichtig für die ist, dann wird es kostenlos und veröffentlicht und breitgetreten. Und wenn es so Sachen sind, der Sicherheitscode für den Safe, das ist für viele nicht wichtig. Ja. Das wird verkauft. Okay. Da kann ich mit leben. Aber wir haben trotzdem noch Votes, sag ich mal. Wenn wir eine gewisse Situation haben, dann reden wir drüber und dann finden wir einen gemeinsamen Konsens, oder? Ja. Okay, gut, dann bin ich da. Da bin ich d'accord. Imker geht zu der Quelle, also zu dem kleinen Wasserfall. Und schiebt da das Wasser beiseite, sodass hinter dem Stein quasi ganz, ganz viel enge Schrift und Bilder zu sehen sind, was die Daten sind, die wohl hier quasi noch gesichtet werden von den beiden, was natürlich erstmal relativ viel ist, aber es ist auch viel Kram dabei, der halt so ein bisschen bla ist. Und ein Teil davon, der offenbar schon abgesegnet wurde, der fließt dann durch das Wasser immer so ein bisschen, weil der Stein durch Wasser, weißt du, ne? Erosion und so ein Kack, fließt dann quasi einfach in die Matrix raus an viele verschiedene Enden. Das ist das, was wir bisher gesammelt haben. Okay, gleich mal eine Frage vorweg, direkt auf den Schädel zu. Irgendwas von Rabutnik bezüglich Projekt Troja und oder diese Richtung? Nicht Blossom? Mal Rabutnik wird aufgezählt. Das sind sehr viele Daten über, jetzt muss ich ganz kurz nochmal vielleicht was aufschreiben. Okay. Sehr viele Daten über Marseille. Damit meine ich die Marseille? Stadt. Und sehr, also und da Konzerne und was da halt alles so geht, also auch sehr viele französische Namen von Politikern, Polizisten und Scheiß, die irgendwas da Böses oder Gutes gemacht haben. Und sehr viele Daten vom California Free State. Vom California Free State? Mhm. Warum denn das? Weil niemand gesagt hat, dass das beides Russen sind. Okay, das macht natürlich Sinn, ja. Die Matrix verbindet. Richtig. Stimmt, ich war da jetzt eigentlich sehr, sehr blauäugig. Ja, ja, schön. Cool. Also gar nichts, wie ich es gerade gefragt habe, weil du hast mich jetzt wieder mit unnötigen Informationen zugepollert. Hä, ich hab dir gesagt, dass das ein Franzose und ein Kalifornier ist. Nee, Rabutnik wird... In dem Kalifornier-Ding wird einmal Rabutnik erwähnt. In Bezug auf? Aber nichts. Naja, was... Irgendwas hatten sie da, eine Produktionslinie von Werkzeugen, die vor 2 Jahren, die ziemlich schlecht waren. Ah, ich dachte jetzt der Gedenkschlüssel. Irina Pavlov. Den hat leider nur Roman. Ach, schade. Aber also in Bezug auf Rabutnik gibt es sonst ja auch nichts. Okay. Das heißt, ihr macht euch gezielt auch auf die Suche nach irgendwelchen Sachen, die eure Gegend betreffen. Euer Einzugsgebiet. Naja. Natürlich haben wir am meisten mit den Menschen außerhalb der Matrix zu tun, die bei uns leben, und bei denen merken wir am ehesten, wie sehr Information, Desinformation und Nichtinformation einschlägt. Und deswegen haben wir dazu natürlich am meisten gesammelt. Das ist ja unsere Umgebung. Oh, schon Tee. Was nicht heißt, dass, wenn es wichtig ist, wir uns nicht zusammen täten. Wobei Deli vor 7 Monaten hier ankam und noch sehr, sehr frisch war. Frisch mit was? Sich mit dieser neuen Welt anzufreunden. Oh. Ach, bitte, Matrix-Wahrnehmung plus 4. Matrix-Wahrnehmung plus 4? Na, warte, plus 2 VR und plus 2 Technomancer. Ja, ne, ich überlege gerade nur, was meine Matrix-Wahrnehmung gerade wieder war. Das ist keine normale Perception. Comp-Int? Hm? Ah, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Ha, Comp-Int, ja. Plus 4, Moment. Computer war 4, Logik, ne, Moment. Computer 3 und Int 4 ist 11. Jetzt nochmal minus 5, weil Willkür. Nein. 2. Okay, Deli hat
einen deutlich schwächer ausgeprägten Bezug zur Resonanz als du und der Imker hat einen nicht deutlich, aber höher ausgeprägten Bezug zur Resonanz als du. Das heißt, die haben einen höheren Wert, einfach nur müsstest du mir jetzt gerade sagen. Ja, aber ich finde, das klingt scheiße. Ja, das hast du auch toll gemacht. Ich wollte es nur nochmal für mich übersetzen. Ja, genau. Danke. Das erinnert mich an Gamers. Game Terms, please. Mhm. Erstmal ein Selfie. So ich und die Wand. Nee, Spaß. Ja, das ist jetzt aber alles sehr überwältigend hier. Also, wer bist du, der Franzose dann? ja. Oder bist du aus Kalif? Ah, aus Pas. Oh, Monsieur. Ça va? Alter, warte, ich hab Französisch auf 3. Stimmt. Ich gehe ganz davon aus, dass ihr euch auf Martin resonantisch alles unterhaltet. Ja, klar, es war doch nur ein Spaß. Nee, aber ist, ne? Ja, ja, ist schon klar. Quasi, ihr könnt akzentfrei miteinander sprechen. Einfach, weil ich keinen französischen Akzent machen werde. Dankeschön. Außer natürlich, wenn es Bier hat geprickelt in meinem Bauchnabel. Mit die Flasche von die Bier. Hm. Schön. Ja. Du kannst natürlich zu jeder Zeit herkommen, jetzt da du gesagt hast, dass du gern beitreten möchtest in diesem namenlosen Netzwerk. Du siehst, dass ein paar Ameisen angefangen haben, so ein Fell an einer Stelle in eine gewisse Richtung zu sträuben, nämlich am Knöchel. Wirst du uns immer finden, problemlos. Also diesen Ort, auch wenn er die Position wechselt, was manchmal nötig sein wird. Schön. Und was machen wir im Falle, dass einer von uns dreien angegangen wird? Wie finden wir uns direkt wieder? Das ist auch kein Problem. Die Ameisen haben jetzt von dir abgelassen und du merkst, dass es da so, das riecht ein bisschen süßlich da unten. Untenrum. Wie Meister Proper. Du hast so eine Art. Es ist kein Markt, da sage ich ja schon mal. Es ist was anderes als halt quasi eine Art Technomancer-Markt, was auch gleichzeitig als Notkommunikation oder nicht so Notkommunikation fungiert, mit der du dich an die beiden wenden kannst, auch wenn sie nicht an diesem Ort sind. Das ist eine Art Zeichen. Das ist eher so, also das kann man nicht beschreiben und das ist immer gut, wenn ich sage, weiß ich jetzt nicht, wie es aussieht. Wie also Technomancer halt. Genau, es ist halt ein Technomancer-Zeichen, Alter, kannst du dir das vorstellen? Natürlich nicht, bist ja auch keiner. Also ist ja schön. Billy vielleicht, aber du nicht. Ja doch, ich bin ja Technomancer in real. Ach so. Ich sitze ja also, im Rollstuhl und bin komplett disabled. Und ich kommuniziere nur über Teamspeak mit euch. Liebe Neurochirurgen, auf geht's. genau, und das ist auf jeden Fall, besteht das einmal aus dieser Masse, die Ameisen gern auskotzen, wenn sie ihre Könige füttern oder larven. Super, das ist ja lecker. Allerdings ist der Geruch dezent, nicht schlimm und auf jeden Fall nur für dich wahrnehmbar. Okay. Genau. Du fühlst jetzt auch eine gewisse Verbindung zu diesem Ort und zu den beiden Guys. Okay. Die nicht zwingend das... Guys sind. Ja, das ist jetzt auch nicht wirklich wichtig. Doch, das ist total wichtig. Du hast gesagt, es soll deep sein. Hast du nicht, aber nee, ich meine, doch hatte ich. Aber ich meine jetzt, ob die jetzt männlich oder weiblich sind, ist mir total wumpe, das wollte ich sagen. Dass die Aussage von dir hervorragend war, möchte ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Ist ja so open-minded. Ich kann nicht ganz dicht sein. Scheiße. Schön. Cool. Kann ich hier irgendwas beitragen bei euch, dass das hier schneller vonstatten geht? Was braucht ihr denn? Deine Anwesenheit. Jetzt bin ich da. Sehr gut, der Ort wird sich an dich gewöhnen und er wird sicherlich noch sein Aussehen ändern, sodass es zu dir und deinem Wesen passt. Also wir hatten am Anfang keine, unter manchen Steinen siehst du so kristalline Strukturen und so, das kommt von Dedi und ich denke, es wird noch irgendwas hinzukommen, was halt zu dir passt. Hm. Einfach durch deine Anwesenheit wird sich das alles hier noch angenehmer und schneller entfalten. Jetzt, da du quasi Mitglied bist. Es gibt keine Vollversammlung. Ich muss mir gerade ein Lachen unterdrücken. Bitte? Findest du es witzig? Wegen Mitglied. Billy hätte beinahe gesagt, ich bin schon immer Mitglied. Ah. Gut. Das war sogar witzig, Mensch. Was denn da los? Nee, war es nicht. Das war eigentlich doch, es war witzig. Bis ich es dann gehofft hatte. Ja, dauert halt einen Moment manchmal. Gut. Veronika. Der Lenz ist da.
Du merkst, dass der Spargel wächst. Der Spargel wächst? Mein Spargel? Wenn du schon so anfängst. Nee. Ist doch voll okay. Lass den mal wachsen. Ich dachte jetzt eher sowas wie, Billy gräbt einen Fuchsbau. Und das ist jetzt nicht als Witz gedacht. Weil, ne? News aus dem Fuchsbau. Das wäre mal voll gut. Also was passiert denn? Also ich meine, Fuchsbau, das ergibt schon, ja, das wäre schon Sinn ergeben. Billy wird. Aber wenn dir noch was einfällt. Nee, Billy wird erstmal den. Also momentan fällt mir dazu jetzt gerade nichts ein, aber Billy wird den Fuchsbau graben. Hm. Und die Informationen, die sie schon in die Matrix geströmt hat über den Fuchsbau, werden dort nochmal abgelegt. So zur Wiedereinsicht für meine beiden neu gewonnenen Freunde. Sehr gut. Alles klar. Jo. Jetzt wird der Ort natürlich viel reicher an allem und viel geiler und viel deeper und das fühlt sich alles viel echter an und richtig geiler. Hm. Verstehe. Ich sehe schon. Ich sehe auch. Wir sind total allein hier. Hm. Wenn du möchtest, ich würde nächste Woche, ich hatte übrigens, das fand ich auch sehr schön, das kannst du auch drauflassen, dass du jetzt ein Lob bekommst. Danke. Das mit der Ablenkung, oder der nicht der Ablenkung, sondern der Lockvogel-Dings da, das hatte ich auch als Idee, dass es dir vorschlagen und da bist du von selber, das fand ich richtig geil und ich würde das nächste Woche machen, wenn dir irgendwas Cooles einfällt, von wegen, wie du diesen Feind anlocken willst, dann immer raus damit, kannst du überlegen, können wir im Forum schreiben, ansonsten fällt mir auch noch was ein. Ich denke, ich habe sogar schon eigentlich irgendwas in die Richtung, wenn man so möchte. Sehr gut, da sprechen wir uns nochmal ab. Oh, das können wir mal nochmal ganz gediegen hier. Gediegen können wir das machen. Ja, halleluja, da wird genial, ne? Schätzelein, schön den Tonka trinken, ne? Du hast so eine schöne Stimme, ich wünschte, ich hätte auch so eine männliche Stimme, die wäre total deep. One man, one opportunity, only one target to protect his taco stand. Rosaria, they're trying to get my taco stand. Get down again. Arnold Schwarzenegger in his role of his life. Yeah, they have clone babies, they attacked my taco stand. Yep. One man, one looking for his one glory hole. Eine Frage. Du kannst nur so lange chillen, wie du willst, bla bla, es gibt ja einige Daten anzugucken, bla bla. Oder noch ein bisschen labern, wirst du Jojo mitteilen von wegen, guck mal, der Junge ist voll abgeschmatzt. Ha, ach, ja. Okay. Billy macht ein Bild, nachdem Billy ihre Wohnung abgesichert hat, also ja, jetzt quasi wusste, dass keiner da ist, wird sie ein Bild durch die Vorhänge aufnehmen mit Zoom und allem drum und dran und dann verschlüsselt an Jojo schicken mit einem Datensprite, sodass keiner den Sprite quasi abhören kann. Und der Sprite wird dann bei Jojo eintrudeln und wird ihr das Bild schicken mit einem What? Oh, wie schön. Ich stelle das gerade vor. Und nachts What? Alles klar. Oh, Billy wieder, die Dummsau, ey. Jetzt geht wieder der scheiß Marshmallow-Maschine nehmen. Jetzt muss ich erst wieder die neue Rezepte runterladen. Die blöde Coda, wenn sie ihre Spreiz nicht an sich halten kann. Achso, ja, Urbs ist schon lange nicht mehr in der Marshmallow-Maschine, ne? Wie? Der ist auf Schlemmertour unterwegs. Der wird auch mal in deinem Kühlschrank und in anderen deiner Nahrungszubereitungsmaschinen unterwegs gewesen sein. Der muss sich ja bilden, ne? Das was ist bei kostet? Billy. Ja. Okay. Da fällt mir was Gutes ein, das ist ein bisschen fluff jetzt, aber ich möchte eine. Was würde mich denn eine Gourmet-Mikrowellen-Zubereitungsanlage kosten? Also sprich, man kauft sich quasi Zutaten, wirft die oben rein und dann kommt unten ein Gourmet-Rezept raus für, sag ich mal, Mittelstandslohnsklaven, so eine Gourmet-Maschine, weißt du? 1000? Na, guck doch mal, wie viel heutzutage guter Herd kostet. 500 Euro? Ja, yeah, und dann rechne mal noch ein bisschen was dazu, weil ja alles zubereitet oder so. Und dann ist. Die Frage ist: Willst du Säupampe, die richtig geil lecker wird, oder willst du frische Zutaten? Nee. Säupampe. Nicht frische Zutaten. Es soll halt, wie gesagt, so eine Maschine. Sie ist ja Mittelschicht geworden. Dann gehen ein paar hundert Nuyen. Also, weiß nicht. Es soll kein Frischfutter sein. Sie hat ja keinen Mittelschichtslebensstil mehr. Sie ist ja jetzt Unterschicht, ne? Pass mal auf, ich sage dir,
damit du das Beste, was noch Sollpumpe geht, wären es 700. Sehr gut für was für Mittelschicht auch noch eigentlich normal ist, sind so Sachen im Wert von 300. 700 hast du gesagt? Ist das Beste quasi, das Das Beste, was noch Beste. Sollpumpe ist. Aber dann schon toll. Naja, das ist eigentlich schon ziemlich, also ist auf jeden Fall lecker als alles, was wir über Jahre hinweg gegessen haben. Billy hatte Mittelschicht Lebensstil. Es ist richtig, richtig lecker. So, Es Ende. ist besser, als was du bei Jojo seit du sie kennst, gegessen hast. Plus, es ist bestimmt so gut wie vieles, was du in Mittelschichtrestaurants bekommst. Bloß dort ist es halt nur noch der Status und deswegen viel teurer, weil es halt echtes Essen ist. Aber es schmeckt bestimmt maximal genauso gut wie die Sollpampe. Ich ziehe mir jetzt 700 Yuan ab. Pass mal auf, Düs. Ich möchte, dass du Folgendes tust. Ich möchte, Achtung. dass du diese 700 irgendwo notierst, denn du kannst dafür 2000 Nuyen ein Karma kaufen. Und das ist quasi jetzt schon angefangen. Wenn du nochmal irgendwas Fluffiges kaufen willst, dann addierst du das immer auf, bis du ein Karma zusammen hast. Nee, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Billy kauft sich für 700 Nuyen einen Essenszubereiter. Gutes Ding. Und Ja. hab mir 700 Nuyen abgestrichen. Genau. Und pass mal auf, was ich meine Ja. ist, Jojo hat sich ja oder kauft sich ja ihre Muschi. So. Und die kostet mich mit Bestechungsgeldern und allem drum und dran genau 2000, damit sie genau ein Karma bekommt. Weil das ist Fluff, wofür sie sich Essenz abzieht. Und wenn du dir hier 700 abziehst für so ein Ding, dann kannst du dir die notieren, bist du, und dann irgendwann kaufst du dir vielleicht nochmal irgendwas und dann bist du irgendwann bei 2000, dann kriegst du auch ein Karma. Dann kriege Das ich ein hält sich. Karma oder ziehe ich ein Karma Du ab? kriegst eins. Ach so, dann Geld ziehe ich mir für jetzt. Karma. Also ich ziehe mir jetzt die Nüren trotzdem ab, ne? Genau. Und Okay, notierst dir gut. irgendwo 700 von 2000. Also dann schreibe ich vorne dran Fluff. Genau. Gut. Darum geht es mir. Ich belohne euch für so einen Scheiß, Dankeschön, das wenn ist ihr euch voll so einen lieb. Müll kauft, wisst ihr? Gott, Darum ist der sein. lieb. Ich will doch auch, dass ihr euch so einen Müll kauft, Na, deswegen. ich kauf den Essenszubereiter einmal für, in erster Linie für meinen allerliebsten Sprite, den Urps, Geil. weil den ich möchte ich dem einen schönen Stall quasi gönnen. Mit Perma-Updates und neuesten Rezepten, die er sich quasi raussuchen kann zum Runterladen. Und vermutlich wird er irgendwann anfangen, eigene Rezepte zu kreieren. Oh Gott, um Himmels Willen. Da hast du dir ja was jetzt überlegt. Das ist ja so geil und so schlimm. Herrlich, herrlich. Ja, Und Süßkartoffelkräuterquark wird dann, klingt gut. ja, aber nicht als Getränk. Ich muss gerade an die neue Bio-Brause denken. Mit Lakritze. Scholli weiß, Lakritte. wovon ich spreche. Grindenwurst. So, gut, Es sei ich denn, habe er hat die Musterbeeren Känguru-Bauchbaum an nicht mehr drauf. Senf-Safran-Soße. Klabusterbärchen vom Bär geerntet. Dreadlocks. Klabusterbeeren-Sorbet. Sorbet Sorbet. finde ich übertrieben. Ich meine, musst du es immer übertreiben? Ja, treib's. Wir waren vorhin bei Gourmet und ja, ich treibe es gerne über. Sehr schön. Schön, also. Fick dich. Gut. Ihr wolltet mein zartes Stimmchen hören. Wir wollten Ich dein fand's männliches wunderschön. Stimmchen hören. Ein zartes männliches Stimmchen. Cool, jetzt habe ich eine Connection ohne Namen. Ach so, Nee, ich gebe mir jetzt da noch gar keine Daten. Das ist uninteressant momentan. Ja, Imker Das und ist. Deli kannst du dir auf jeden Fall Das habe aufschreiben. ich mir aufgeschrieben, jetzt erstmal So. so. Und das Netzwerk hat halt noch keinen Namen, weil Ja, das ich meine ich mir auch. keiner einfiel und das überlegen wir uns irgendwann mal zusammen. Mit Ameisen. Muss ich Spiel überlegen, was für Tiere mit einem Fuchs zusammenpassen. Kleine Fuchskaps oder Flöhe. irgendwas. Ja, wahrscheinlich. Mit Der Tollwut. Fuchsbandwurm. Ja, schön. Stell die mal im Disney-Style da, so ein Bandwurm, Alter. Herrlich. Tollwut, Tollwut-Virus. Ne, das ist doch gar kein Virus, das ist doch eine Das ist ein Bakterie. Virus. Ist ein Virus, ja? Oh, schön. Aber Virus ist kein Lebewesen. So, nachdem der sehr verehrte Spieler da schon im Intro für die 10 beinahe einen Flummi hingelegt hat, geht's jetzt ins Outro und jetzt darfst du drüber reden.
Also du hast das gemacht, was Barbe gesagt hat. Scheiße. Oh ja. Das zur Erklärung. Es wird immer unorganisierter und es wird immer mehr bla und überhaupt, das ist Moment, mir wohl Moment, bewusst. Moment, Moment, kann ich mal bitte eben ganz kurz sagen, wir sind Entropie. Das war mal schon immer und bei uns gab es noch nie was Organisiertes. Also das können ist wir nicht ganz gut richtig. Organisiert erinnerst du dich, werden. Erinnerst du dich an das Intro von Stevan? Das war nicht nur organisiert, sondern auch sehr schön, also Quinter. Shit, hättest du beinahe gesagt. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, Stefan hat sich da auch für, also Quinter hat sich da glaube ich auch für ein Studio gesetzt irgendwo und hat das vorher schön aufgeschrieben alles und dann vorgelesen. So klang das noch nicht. Ja, das wollte ich auch mal machen und dann habe ich mir gedacht, oh, du kannst aber eh nicht lesen, das ist ja scheiße. Nee, aber hier zur Erklärung. Wir sprechen halt, weil wir ja vorproduzieren, so viele Intren ein nacheinander und wir haben aber schon so viel jetzt gespielt, was ja alles gar nicht rauskommt, dass alles immer weiter in die Ferne rückt und zumindest ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, was Sache ist, weil Düs ja auch den Bärenanteil schneidet, weil Düs nämlich so eine geile Kollege-Sau ist. Und deswegen, ja, da kann man mal die Flumi machen. Was bin ich? So eine geile Kollege-Sau. Ach, Kollege-Sau, jetzt habe ich es kapiert. Hm? Ja, ich hätte es mir auch noch mal im Outro anhören können, jetzt, was du gesagt hast, ne? Weil ich ja eh schneiden muss. Ja, aber... Hey, was wird denn da hier Schnitte? Und das wird so genommen, wie es rauskommt. Also das muss ich jetzt erstmal sagen, echt mal sagen, ich schneide immer weniger raus. Ich schneide eigentlich nur noch die Sprechpausen, die entstehen, die kürzeren, um es ein bisschen flüssiger wirken zu lassen, was durch den Teamspeak-Verzögerungsintervall auftritt. Aber ansonsten schneide ich relativ wenig raus. Ich piep mich mal, manchmal piep ich mich selbst raus, wenn ich gerade mal wieder meinen Namen im Podcast schrei. Also falls ihr ein Piepen jetzt wieder gehört habt, das war ich. Ich habe mich selbst rauspiepen müssen. Schneidest du oder auch nicht mehr raus, sowas wie, was man so manchmal macht? Also du meinst am Ende, wenn man so, oder wenn ich gerade wieder meine Zigarette ziehe? Oder wenn die Tasten, Mausklicks von Flummi oder sowas, das versuche ich noch immer irgendwie. Nee, die mache ich auch noch raus, doch, ja. Normal schon. Das ist nämlich ganz schön viel Arbeit, Kollege, ne? Ja, ich weiß, also so für 2 Stunden Podcast schneide ich ungefähr 4. Ja, und da mich die Scheiße nicht interessiert, dauert es bei mir halt so 3. Ja. Das gibt einfach drüber, wo eine längere Pause ist. Da ist dann irgendwo ein Peak, den nimmt er raus und dann sagt er, ja, ich hab geschnitten hier. Ich höre das mir nicht mehr an. Ich mache im Schnelldurchlauf, gucke ich mir nur die bei Outer City das Aussehen quasi an und wenn ich denke, da könnte was Verdächtiges sein, dann kommt das raus und wenn das ein wichtiges Wort war, da fehlt jetzt halt ein wichtiges Wort. Richtig. Ja. Und die Lacher hörst du dir an, weil die Lacher sind ja auch signifikant im Ausschlag immer. Natürlich. Ich finde das immer toll. Ich kann immer genau sehen, wenn ein Lacher kommt und dann weiß ich auch, wenn das wird witzig gleich. Vielleicht ist es dann auch nicht mehr witzig, aber egal. Wir hatten zumindest Spaß. Also ich lache immer noch. Ja, es kommt manchmal vor, dass wenn man da was schneidet, dass man einfach nochmal richtig loslachen muss. Und ich denke, das habe ich doch aber vor 3 Tagen gehört. Das ist doch gar nicht mehr witzig. Ich wurde auch vor kurzem auf der Straße verhaftet, weil ich gelächelt habe auf der Straße. Ich habe mir unseren Podcast angehört und musste lachen. Und dann wurdest du verhaftet wegen Sexy oder was? Nee, wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Das ist dein Ernst? Nee, natürlich nicht, Mann. Das wäre aber so gut gewesen. Ja, gute Laune. Ich bin die gute Laune Polizei, kommst du mir her? Ich glaube, wir müssen sie mitnehmen. Was fällt Ihnen ein zu lachen? Ja, das ist mein Schlagstock, der prügelt Ihnen das jetzt raus. Oder wie der Joker. Achso, ja. Mhm. Schön, wir lachen wohl gern, wir passen in ein ewiges Lachen. Ja, wieder Deutsch. Oh. Das war jetzt von mir, das ist da nicht ein Zitat, das war jetzt von mir einfach, um das zu umschreiben, Mann. Ich fand's ja toll heute, dass es auf ZDF haben sie gesagt, dass Monty Pythons Life of Brian irgendwas 35 Jahre alt wird oder so irgendwas. Und dann haben sie nicht den deutsch gedubbten Scheiß genommen von YouTube, sondern haben tatsächlich den englisch gedubbten Scheiß, die Steinigung, haben sie genommen. Habe ich wieder sehr, sehr viel lachen können, weil es einfach so gut ist. Das ist richtig. Also wenn wir irgendwann mal Kultstatus in 35 Jahren erreicht haben wie Monty Python, dann lehne ich mich zurück und denke, alter Falter. Also nichts gegen Alex jetzt. Aber wenn das passieren sollte, dann muss ich schon in gewisser Weise an der Menschheit zweifeln, erneut. Du zweifelst nicht schon? Also, naja. Noch mehr. Ich meine, komm schon. Wir haben Klicks aus der Tschechei, aus Irland und aus Australien, mein Freund. Ich korrigiere dich gern. Wir haben Verklicks. Ja, die gucken nach der Graspflanze, wie man die zieht, und dann landen sie bei uns. Natürlich, auf jeden Fall. So, ich glaube, wir können Schluss machen hier. Wir machen Schluss. Ah, nee, also, können wir gar nicht machen. Doch, ist das nicht ein Outro? Doch. Ja, ist ein Outro. Ja, dann haben wir nicht ein paar Sachen Schluss vergessen. Schluss machen mit Gelabers, meinst du? Ach so, auch. Das meinst du, okay. Common Creative License, das ist das, worunter die White Russians laufen. Nämlich die 3.0.
Und die sagt, dass ihr euch gerne Stücke ausschneiden dürft, dürft ihr auch gerne wiederverwenden. Aber wenn ihr es so tut, dann müsst ihr ein Label anheften. Und auch für jeden anderen Artisten, der hier auftritt. Der unter anderem ist nämlich von dem Album Clinical Archive Mix der Gruppe Opa und schimpft sich Russian State Museum Lottery. Warum auch immer die das so nennen, ich find's toll. Also das ist das dazu. Shadowrun gehört der Firma Tops Incorporated in den Vereinigten Staaten von Amerika, Nordamerika um genau zu sein, und wird dadurch nicht irgendwie mit uns verwechselt, weil wir haben keinerlei Rechte an dem Namen Shadowrun oder deren Produkte, die wir hier zur Schau stellen. Was wir natürlich auch nicht tun, aber es klingt toll, nicht wahr, Trolli? Als hättest du es aufgeschrieben. Ich habe es tatsächlich nicht aufgeschrieben. Vertreten werden die Rechte der Tops Incorporated in Deutschland durch den Pegasus Verlag. Ich denke auch in der Österreich- und der schweizerischen Gegend, wo die Kantone nämlich Deutsch sprechen. Ich sage jetzt nicht Großdeutschland. Das dürftest du auch gar nicht tun. Mach ich auch nicht. Gut. So, ich glaube, wir haben es, oder? Ja, oder habe ich was vergessen? Nee. Ich grüße Gott. Ja, also GOD. Du, geile Sau, ne? Nein, GOD, Gott. Da ist doch eine geile Sau. Ja. Soll ich sie ausmachen? Nee, ich finde, wir sollten uns noch 5 Minuten laufen lassen, aber das Ganze in Schweigen hüllen. Und dann zum Schluss nochmal nach 5 Minuten furzen, sodass dann unser Zuhörer lachen muss, wenn er es zufällig hört. Kann ich nicht auf Kommando. Wie? Du kannst nicht auf Kommando Luft einziehen durch den Anus. Das ist meine weibliche Ader, Mann. Kann ich nichts machen. Ich heiße nicht umsonst Trollballerina, Junge.